eigentlich an, weil das ein sehr großes Thema ist, über das wir heute Abend sprechen möchten. Und ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen des BDA zum ersten Montagsgespräch in diesem Jahr. Das Thema ist: Mehr Pragmatismus, weniger Standards im Wohnungsbau ist weniger mehr. Der BDA Köln hat in den letzten Jahren hat sich immer wieder mit dem Thema Wohnungsbau beschäftigt. Das Format wurde begonnen mit der Frage nach der politischen und gesellschaftlichen Verantwortung, preiswerten Wohnraum für alle zu bauen. Als weiteres Thema wurde die Nachverdichtung in das vorhandene Stadtgefüge und die entsprechenden Veränderungen dadurch diskutiert. Danach folgte die Auseinandersetzung mit zeitgemäßen Grundrissen. Und heute stellen wir die Frage nach dem erforderlichen und sinnvollen Standard für den Wohnungsbau. Durch die große Erfordernis, bezahlbaren Wohnraum zu bauen, ist diese Frage wichtiger denn je. Die Forderung nach weniger Standards im Wohnungsbau könnte auch eine unsinnige Forderung sein, da grundsätzlich der Standard als eine Errungenschaft angesehen werden muss, jenseits der Willkür. Standards und Normen sind gesellschaftliche Vereinbarungen, sind Momentaufnahmen und Ergebnis gesellschaftlicher Verhandlungen. Die Festlegungen von Standards werden von unterschiedlichen Interessen geleitet und machen eine Aussage über die Bereitschaft einer Gesellschaft, welche Risiken und Chancen sie bereit ist, einzugehen. Die Frage nach dem Standard müssen wir nachgehen, und das nicht nur beim Bau von Flüchtlingsunterkünften, sondern auch bei der normalen Wohnproduktion. Das entstandene Geflecht der technischen Standards und Normen erfordert erst einmal eine kurze Klarstellung der Begrifflichkeiten. Im deutschen Sprachgebrauch ist in den letzten Jahren eine Begriffsverwirrung eingetreten. Der Begriff Standard wird oft mit dem Begriff der Normen gleichgesetzt. Das ist nicht richtig. Eine Norm ist eine anerkannte und durch ein Normungsverfahren beschlossene allgemeingültige Regel zur Regelung eines Sachverhaltes. Heute gibt es weit über 30.000 DIN-Normen und davon fallen alleine rund 3.000 in den Bereich des Bauwesens. Wichtig ist in diesem Zusammenhang zu wissen, dass die meisten dieser Normen nicht gesetzlich verpflichtend sind, also Planer, Bauherren, Hersteller und Verarbeiter diese nicht einhalten müssen. Trotzdem finden die DIN-Normen als freiwillige Standards breite Anwendung in der Bauausführung. Das Problem ist, dass die Normen und rechtlichen Regelungen, die den Wohnungsbau betreffen, in der Regel von Spezialisten und Vertretern der Baustoffindustrie beeinflusst werden, nicht jedoch von gesamtheitlich denkenden Planern. Das ist ein großes Problem, wo wir vielleicht auch selber dran schuld sind. Nach der Erläuterung, das war die Erläuterung quasi für die DIN-Norm, jetzt eine Definition des Standards. Ein Standard ist eine vergleichsweise einheitliche oder vereinheitlichte, weithin anerkannte und meist angewandte Art und Weise, etwas herzustellen oder durchzuführen, die sich gegenüber anderen Arten und Weisen durchgesetzt hat. Ein Standard kann in einem formalisierten oder nicht formalisierten Regelwerk beschrieben sein oder sich ungeplant ergeben oder die Richtschnur dessen sein, was für normal gehalten wird. In den anerkannten Regeln der Technik für Bauleistungen werden die DIN-Norm und der Standard vereint. Ich glaube, diese kleine Begrifflichkeit ist schon sehr, sehr wichtig, einmal genauer auf den Punkt zu bringen, weil wir unglaublich viel über dieses Thema reden und ganz intensiv. Aber man merkt immer sehr schnell, dass man sich doch sehr den Rahmen überschreitet, weil man immer nicht genau weiß, was man eigentlich will oder was man nicht will. Und dieser Abend soll heute dazu dienen, das etwas klarer hinzubekommen. Die Vorschriften im Bauwesen haben sich in den letzten Jahren vervierfacht. Das erfordert eine ständige Erhöhung der Anzahl von Fachleuten, den sogenannten Experten,
die auch die Baunebenkosten zuverlässig in die Höhe treiben. Das nur am Rande zu dem Thema der steigenden Baukosten. Mehr Pragmatismus, weniger Standards im Wohnungsbau. Der Titel erscheint im ersten Blick widersprüchlich. Jedoch, wenn man dem Begriff des Pragmatismus folgt, ergibt sich zum einen, dass die Benutzung von Standards praktisch und vernünftig ist. Wenn sich jedoch die Standards und die DIN-Normen anfangen zu verselbstständigen, dann ist es nur pragmatisch, bestimmte Standards und Normen in Frage zu stellen, was wir hiermit tun wollen. Durch die Forderung nach geringeren Baukosten wollen wir durch die Reduktion der Standards und Normen einen Mehrwert im Gebauten erstellen und die pragmatische Kreativität von Architekten wieder einsetzen und wieder mehr wagen. So komme ich jetzt zum Schluss meiner kleinen Einführung und zu dem von mir ausgewählten Zitat von Wilhelm Riepan, ein Architekt aus Köln, der unter anderem die Oper entworfen hat. Dort ist das Zitat auf eine Bauplane geschrieben. Der Architekt muss den Weg der Wahrheit gehen. Er muss, um dieser Wahrheit zu dienen, auch etwas wagen. Ich wurde im Vorfeld für dieses Zitat mehrmals ungläubig angeschaut, da ich das gewählt habe zu diesem etwas sperrigen und doch sehr ernsthaften Thema. Aber ich finde es sehr wichtig, Standardpragmatismus. Es ist eine kleine Poesie da drin, aber es ist genau diese Ernsthaftigkeit, die das Thema beinhaltet. Also das durchaus pathetische Zitat von Wilhelm Riepmann erscheint erstmal mit dem trockenen Thema überhaupt nichts zu tun zu haben. Mehr Pragmatismus, weniger Standards im Wohnungsbau ist im Grunde eine Frage der Haltung. Aus seiner Sicht enthält dieses Zitat eine besondere Aussage, da es aus dem Jahr 1957 stammt, das Jahr der Internationalen Bauausstellung in Berlin, eine Zeit des Aufbruchs und der Erneuerung. Ich habe es ausgewählt, weil für mich darin folgende Aussage versteckt ist, die sich sehr wohl mit unserem Thema beschäftigt. Versteckt ist für mich darin, sich auf das Wesentliche zu beschränken und die äußerste Ökonomie der Mittel anzustreben. Das heißt, der gesellschaftlichen Wahrheit ins Auge zu sehen und es zu wagen, den Standard und die Norm neu zu definieren. Wir möchten ein Plädoyer für einen Perspektivwechsel auslösen, sich von Standard- und DIN-Vorgaben zu lösen und einen Diskurs über die Qualitäten des Wohnens neu eröffnen, sodass das Wohnen auch als architektonischen Raum wieder begeistern kann. In diesem Sinne freue ich mich jetzt auf die Beiträge und wünsche Ihnen einen spannenden Abend. Vielen Dank. Im Folgenden stelle ich die Teilnehmer jetzt nur ganz kurz mit Namen vor. Ich werde immer im Weiteren kurz noch ein bisschen zur Funktion sagen. Als erstes begrüße ich also unsere Gäste, die uns diesen Abend mit ihren Impulsvorträgen und Diskussionen hoffentlich zu neuen Erkenntnissen verhelfen. Dr. Karen Jung übergebe ich jetzt das Wort und sie wird uns einen Beitrag im übergeordneten Sinne zu Standard und dieser Frage halten. Die Gäste stelle ich dann im Einzelnen vor. Sie sehen sie ja erstmal, das mache ich dann nacheinander. Ja, liebe Gäste, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich als Kuratorin vom Museum für Architektur und Ingenieurkunst hier in Nordrhein-Westfalen Ihnen einen ersten Impuls geben darf. Und ich versuche auch diese 15 Minuten einzuhalten, um mich wirklich kurz zu fassen. Und wenn man das so sagen darf, mit den etwas vielleicht militaristischen Worten, wie sie Aravena schon gebraucht hat, mit dem Reporting from the Front, ist es tatsächlich so, dass wir Museumsleute uns natürlich nicht alltäglich in dieses Gefecht begeben und mit den Baustandards kämpfen. Aber auch wir blicken natürlich auf das aktuelle Baugeschehen.
Und genau so haben wir dies getan im vergangenen Herbst in Köln auf dem Plutgelände, im Moment die größte innerstädtische Neubauareal hier in Köln, wo unter anderem auch kostengünstiger Wohnungsbau entsteht, geförderter Wohnungsbau entsteht, aber natürlich neben auch zahlreichen Immobilien im Luxussegment. Wir sehen hier den Blick auf das Blutgelände von unserer Ausstellung aus. Thema war, alle wollen wohnen. Und wir haben uns dann natürlich auch gefragt, ob das auch die Frage des Standards tangiert und wenn, dann in welcher Weise. Das war ein Blick in die Ausstellung. Wir haben in fünf unterschiedlichen Themenhäusern unterschiedliche Aspekte des Wohnbaus beleuchtet. Und es war immer wieder die Frage, ja, wie und warum ist Wohnraum bezahlbar? Wie kann er dann aussehen? Und was sind die verschiedenen Aspekte, die es da mal gilt, näher zu beleuchten? Zum Anfassen und zum Nachschauen, so dass der Besucher wirklich in dieses Thema eintauchen konnte. Und natürlich betraf dies auch die Baustandards. Und die Baukosten sehen Sie dort natürlich auch. Wenn ich jetzt unseren Kollegen mal bemühe, Muck Petzet aus München, dem einen oder anderen sicherlich bekannt, der sagt ganz provokativ, Standards verhindern bezahlbares Wohnen. Urbane Ziele werden zugunsten eines Standards verhindert, der immer noch das Familienideal vom Wohnzimmer mit 20 Quadratmetern und dem Elternschlafzimmer mit Schrankwand hochhält. Wohnen darf man nicht nach Norden, nicht in Gegenden, in denen auch gearbeitet wird. Wohnen darf man nur 100% barrierefrei, klimatisiert und ausgestattet mit Rauchmeldern und Balkonen. Das skizziert tatsächlich den Alltag der Architektenschaft heute im großen Umfang. Die Frage ist aber, muss es tatsächlich so aussehen? Kann es auch anders sein? Und wie werden wir eigentlich den heutigen Lebensrealitäten entsprechen? Und wir haben hier mal den Blick gewagt. Sie sehen hier alles Beispiele, die nicht in Deutschland entstanden sind. Wir sehen Innsbruck, Zürich und Amsterdam. Alles Dinge, die so ohne weiteres in Deutschland nicht möglich wären, aufgrund der Standards und gesetzlichen Vorgaben. Aber wie man sieht, auch in den Nachbarländern entstehen so wunderbare, lebbare Architekturen, sehr schöne Räume. Und die Frage, wie wir dieses auch in Deutschland vielleicht erreichen können. Frau Pirot hatte uns Referenten zum Intro mal mit auf den Weg gegeben. Standards werden immer höher, strenger, sicherer, restriktiver, damit auch teurer. Diese Automatisierung sollte vielleicht umgekehrt werden. Eine Restandardisierung könnte vielleicht ein notwendiger Reset sein. Ja, der Neufahrt. Wie Frau Pirot schon sagte, 30.000 DIN-Vorschriften, die natürlich zwingend nicht als gesetzliche Vorschriften einzuhalten sind, daneben aber natürlich die ganzen baurechtlichen Bedingungen. Und tatsächlich in der räumlichen Dimension dann vielleicht der Neufahrt als das Standardwerk für alle Architekten 1936 wirklich zusammengestellt und geplant als eine Bauentwurfslehre. Es sollte so eine Art Handreichung sein, in viele Sprachen übersetzt, deswegen sieht das dann auch so im Spanischen aus. Das heißt wirklich alles zentimetergenau durchgeplant, jeder Mensch, jeder Raum, jedes Möbel. Und die Frage, inwieweit man davon vielleicht doch abweichen kann oder inwieweit man es vielleicht mit der Standardisierung in dem einen oder anderen Falle auch schon sehr weit getrieben hat. Das kommt aber natürlich nicht alles von ungefähr. Vor 1900 gab es allererste Bauvorschriften. Diese ersten Bauordnungen und Bauvorschriften waren eigentlich feuerpolizeiliche Richtlinien. Das heißt, in Berlin gab es zum Beispiel die Mindestgröße eines Hinterhofes festgelegt auf 5,30 Meter mal 5,30 Meter. Und das hing damit zusammen, dass das genau der Wendekreis einer Feuerspritze war.
Weitere Vorschriften gab es nicht. Nach 1900 waren es dann vor allem hygienische Gründe, die erste Baustandards nötig machten. Das heißt, da gab es dann auch schon tatsächlich die ersten Baurichtlinien. Es gab dann natürlich Kanalisationen und so weiter. Da wurden auch die ersten Dinge dann geregelt. Nach 1918 war es dann die Weimarer Republik, die sich für höhere Standards stark machte. Und erstmalig wurde auch wirklich Wohnungsbau gefördert vom Staat. Etwas, was es zu Kaiserzeiten überhaupt nicht gab und auch grundsätzlich abgelehnt wurde. Es war sozusagen immer Aufgabe einzelner Mäzene, einzelner Gönner, zum Teil auch der Kaiserfamilie persönlich, bestimmte Wohnprojekte zu fördern. Und dieser Systemwechsel begann dann 1918. Und wie wir sehen, auch in den Mietshäusern wurde dann das erste Mal tatsächlich ein Mindeststandard eingeführt. Es wurden Minimalgrößen von Räumen eingeführt. Querlüftung war vorgeschrieben. Der Weg zum Standard war sozusagen frei. Und wenn man in die Geschichte sieht, dann ist es eine ganz spannende Entwicklung, gerade ab den 1920er Jahren, dass es vor allen Dingen eine Geschichte des Trial and Error ist. Das heißt, es gab nicht theoretisch verfasste Standards, die es dann galt, einfach baulich umzusetzen, sondern das Bauen war eine einzige große Versuchsküche, könnte man sagen. Dazu wurde sich des Mittels der Bauausstellung bedient und der großen Mustersiedlung. Hier mal ein Blick in das Büro von Behrens, von Peter Behrens. Und wir sehen hier schon einige dieser Protagonisten, nämlich Ludwig Mies van der Rohe, der seinerzeit als Praktikant, würde man heute sagen, dort tätig war, Adolf Meyer, daneben Max Hertwig, Bernhard Weirater, Jean Krämer und Walter Gropius, hinten mit Plan. Gerade Walter Gropius wird dann in den 1920er Jahren eine ganz wichtige Figur sein, um die Entwicklung der Baustandards und des neuen Bauens. Hier haben wir mal den Zeitstrahl, wie wir ihn dargestellt hatten in der Ausstellung, und drei ganz kurze Bauausstellungen greife ich mal heraus. Da haben wir 1927 die Wohnung, nämlich die Weißenhofsiedlung in Stuttgart. Federführend dort Ludwig Mies van der Rohe, aber auch Walter Gropius war dort natürlich wieder mit vertreten. Dann etwas heute eher unbekannt, die große Reichsforschungssiedlung Haselhorst. Es gab nämlich eine Reichsforschungsgesellschaft, die 1927 von Elisabeth Lüders mitbegründet wurde, in der auch als Vereinsmitglied wiederum Walter Gropius saß. Und diese Gesellschaft hatte sich zum Ziel gemacht, zu forschen im Bereich des Bauprozesses, der Bauherstellung, der Entwicklung von Standards. Das führte dann dazu, dass es 1928 eben diese Siedlung gab, und zwar eine Siedlung für 12.000 Menschen und damit die bislang weitaus größte Wohnsiedlung in ganz Berlin. Gewonnen hatte den Beitrag dann Walter Gropius. Er konnte ihn dann aber nicht umsetzen in Gänze, weil sich Reichsforschungsgesellschaft und Walter Gropius mit einem radikalen Zeilenentwurf überworfen hatten. Und später wurde dann das Baufeld in mehrere Teile aufgeteilt. Und wir finden dann alle Architekten des neuen Bauens darunter, die sich dann dort an dieser Siedlung baulich beteiligen konnten. Ja, 1929 auch eine ganz wichtige Siedlung, die Dammerstock-Siedlung in Karlsruhe. Auch wieder Walter Gropius, federführend hier, hatte den Wettbewerbsentwurf gewonnen. Und eben auch eine Siedlung, in der dann wirklich versucht wurde, 1:1 neues Wohnen, neue Standards zu ermöglichen. Aber wie gesagt, es gab eben diese Standards nicht schon in Schriftform, sondern es wurde einfach gebaut. So sah das dann aus bei der Weißenhofsiedlung. Sage und schreibe, 21 Häuser in 21 Wochen realisiert, mit 17 zum Teil internationalen Architekten. Das heißt, diese Siedlungen waren niemals von langer Hand geplant. Es wurde wirklich schnell ein Entwurf hergestellt und dann wurde im Bauen
experimentiert und geschaut, wie funktioniert das mit Flachdächern, wo man damals ja kaum Erfahrung hatte, wie funktionieren die neuen Baustoffe. Im Vorfeld natürlich Grundrissstudien gemacht, ja, wie kann ich das Wohnen für das Existenzminimum optimieren. In der Tat war es dann so, dass es bei der Weißenhof-Siedlung sich dann, ursprünglich war da der Anspruch, für die einfachen Menschen Wohnungen zu bauen. In der Tat hat es dann nachher die Mittelschicht eher angesprochen. Ja, die Reichsforschungssiedlung Haselhorst, ebenso die Zeile. Und man sieht noch, dass es in der Wohnküche noch nicht ganz so modern hergeht, gerade eben, sehr schlicht. Auch zu der Zeit eben, Walter Gropius hatte sich da dann einbringen können. Er war war der Vertrag ausgelaufen am Bauhaus als Direktor und konnte sich dann so verstärkt eben dem Wohnungsbau widmen. So dann eben auch der Dammerstock-Siedlung in Karlsruhe. 1928 gab es den Wettbewerb und das schon damals mit der Maßgabe, bitte Mitte 1929 fertig zu sein. Und so wurde in rasender Zeit, wurden dann diese Siedlungen mit 123 Wohnungen damals errichtet. Und so sah es dann auf den Baustellen aus. Das heißt, hier am Weißenhof noch meist in traditioneller Bauweise, 1925 aber experimentierte man schon ziemlich massiv mit Plattenbauweisen, das heißt vorgefertigten Elementen in Frankfurt. Auch hier war Walter Gropius damals schon beim Neuen Frankfurt involviert und auch die Reichsforschungsgesellschaft unterstützte Ernst May bei seinen Vorhaben in Frankfurt. Das heißt, es war schon eine wirkliche gemeinsame Kraftanstrengung von damals namentlich sehr renommierten Architekten, von Politikern, von Behörden, um einen Weg zu finden. Das führte natürlich dazu, dass die Bauqualität nicht so besonders war. Man kann sich das ja vorstellen, 21 Häuser in 21 Wochen oder im halben Jahr mal eben so einen Dammerstock dahinstellen. Das heißt, zeitgenössische Künstler haben sich dem natürlich angenommen. Und wie man hier sieht, Alfred Weber, die letzten Tage des Dammerstocks, das heißt, die neuen Bewohner fliehen schon aus den Ruinen und das bereits im Jahr 1930, also knapp ein Jahr nach der Fertigstellung. Ja, es wurde auch Jammerstock genannt. Das heißt, heute als Ikonen des neuen Bauens bekannt und man versucht irgendwie auch sich mit dieser Programmatik des neuen Bauens verstärkt auseinanderzusetzen und möchte gerne an diese Qualität anknüpfen. Wobei die Qualität dann eben die Frage ist, also bauphysikalisch war es zum Teil wirklich schwierig und man musste häufig nachbessern. Es haben sich viele Bauweisen natürlich auch als irrtümlich erwiesen. Es war halt eben wirklich die Geschichte von Trial and Error. Jetzt könnte man natürlich ganz ketzerisch fragen, was würde passieren, wenn die Errungenschaften der Standardisierung und Baugesetzgebung der letzten 100 Jahre hinterfragt würden? Was wäre, wenn es keine Begrenzung der Dichte, keine Abstandsflächen mehr gäbe, keine Mindest- und Maximalgrößen von Zimmern und Wohnungen? Die Frage ist, ob es so radikal sein muss. Oder ich schließe jetzt mit diesem Zitat, auf Familienfeiern sehr beliebt sind Goethe und Schiller, bei den Architekten sehr gerne Le Corbusier, passt häufig nicht, heute passt es vielleicht. Einen Standard entwickeln heißt, einen als zweckgerecht erkannten Typus auf ein Höchstmaß an Leistung und ein Mindestmaß an aufzuwendenden Mitteln zu bringen. Ich danke Ihnen und hoffe, ich konnte einen ersten Impuls in das Thema geben. Ja, vielen Dank. Entwicklung im Gesamten zu sehen, dass wir es nicht immer nur im Ausschnitt auf heute betrachten. Anschließend möchte ich jetzt Herrn Matthias Rottmann vorstellen vom Büro des Waterhound mit Büros in Köln, Groningen und Rotterdam in den Niederlanden, also einmal grenzüberschreitend die Perspektive der Standards zu sehen. Und er war beteiligt an der Ausstellung, die in Berlin gezeigt wurde, 10 Thesen zum Wohnen, die auch in Kürze nach Köln kommt. Herr Rottmann, bitte.
danke für die Einladung. Ich stehe hier, glaube ich, so ein bisschen, weil ich zum einen Architekt bin, seit 5 Jahren auch in dieser Stadt, vorher mehrere Jahre in Rotterdam, und zum zweiten, weil ich an diesem Buch mitgewirkt habe und an der Ausstellung. Sie haben eben schon darauf hingewiesen. Das ist das Ergebnis einer Diskussion, die völlig ergebnisoffen vor 1,5 Jahren angefangen hat. Da hat der Matthias Böttger und Olaf Bahner. Und Mikro hier. Oh, dann, ich mag das nicht so. So besser? Ja, okay. Matthias Böttger und Olaf Bahner haben 10 Kollegen eingeladen, zusammen eine Antwort zu formulieren auf das Bündnis für bezahlbares Wohnen, was seinerzeit durchs Bundesministerium für Bau, Naturschutz, Reaktorsicherheit und eins habe ich vergessen, initiiert wurde. Damals ist da so ein Werk rausgekommen und es haben viele kluge Leute, es ist durchaus lesenswert, ziemlich genau beschrieben, wie Baukostensteigerungen und Ähnliches entstanden sind. Es hat sich aber gleichzeitig unter der Architektenschaft vielleicht auch ein Unbehagen breit gemacht. Naja, das kann ja nicht der Weg sein, wenn wir ausschließlich wieder einzelne Standards diskutieren und das Rad, was Sie eben beschrieben haben, also wo sich das Pendel gerade eingependelt hat, das probieren ein bisschen zurückzudrehen. Das bringt uns nicht weiter. Wir müssen in irgendeiner Weise neu denken. Und das Ergebnis ist sehr punktuell. Also dieses Werk hat überhaupt keinen Anspruch auf irgendeine Art von Umfassendheit, sondern es gibt 10 Denkanstöße. Einen habe ich formuliert, und zwar bezieht er sich auf das serielle Bauen oder die Frage, welche Qualität in der Wiederholung liegt. Wenn man in der Geschichte zurückschaut, Sie haben eben Corbusier gebracht, dann gibt es, glaube ich, immer wieder Momente, in denen es gesellschaftliche Transformationen stattfinden, die einem erlauben, Corbusier, Modernismus 30er Jahre oder noch viel eher, bestimmte Sachen zu hinterfragen. Und ein Teil dieses Vortrags heute geht eigentlich um die Frage, welchen Impuls vielleicht diese die Neuankömmlinge, die wir im letzten und vorletzten Jahr hatten in dieser Republik, geben können, um über die Frage, was sind unsere Standards, was sind fremde Standards und wie wollen wir gemeinsame Standards für die Zukunft formulieren, nachzudenken. Das ist eine Folie, die ist schon ein bisschen älter. Wenn neue Leute kommen, wenn sich gesellschaftliche Veränderungen vollziehen, müssen wir neu bauen. Das sind relativ große Mengen, die da im Moment wieder aufgerufen werden. Wenn man aber aus dem niederländischen Kontext schaut, das ist jetzt ein Beispiel von Utrecht, dann entspricht das ungefähr 1% des Wohnungsbestandes pro Jahr. Und das heißt so, dass man sich alle 40 Jahre verdoppelt. Und die Niederländer haben vor allen Dingen jetzt im letzten Schritt, in den letzten 35 Jahren, nochmal einen unglaublichen Schub gehabt in vielen Städten. Das sogenannte Wienex-Programm, also ein zentral gesteuertes Programm zur Generierung von kostengünstigen und bezahlbaren Wohnungsbau. Und der ist weitestgehend standardisiert. Also man hat sich dabei bei ganz vielen Punkten auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt. Er ist aber weniger normengesteuert, wie wir das in Deutschland kennen. Aus dieser niederländischen Erfahrung habe ich mir die Frage gestellt, was sind die Potenziale, die im seriellen Wohnungsbau stecken, und wieso ruft dieser Begriff des seriellen Wohnungsbaus immer noch genau diese Assoziationen auf, nämlich Comeback der Platte, Widerstand, Angst, dass wir dieselben Fehler der Großsiedlungen nochmal machen. Und das ist komisch, weil wir uns ja eigentlich in so einer total fordistischen Gesellschaft befinden, in der Optimierung von Produkten bis ins Letzte an ganz vielen Stellen sehr weit vorangetrieben wird. Also wenn wir dieses Bild nicht mehr meinen und trotzdem über das Potenzial des Seriellen nachdenken wollen, dann müssen wir diesen Begriff auf irgendwas anderes orientieren. Ne? Also nicht zurück auf das Bild, sondern etwas anderes. Und das versuche ich.
Dazu braucht es erstmal ein paar Abgrenzungen. Ich würde das völlig unterschreiben, was Sie gesagt haben über Standard und Norm. Ich glaube, es gibt immer noch ein paar andere Begriffsverwirrungen. Nämlich die Frage, was ist Standardisierung in Bezug auf Vorfertigung? Fenstersysteme, Dachsysteme, Treppensysteme, Fassadensysteme. Das ist eine Standardisierung von Systemen, das ist aber kein serieller Wohnungsbau. Das kennen wir, Wärmedämmverbundsysteme, da zieht man das Detail aus dem Schrank. Das ist ein Beispiel zum Thema Vorfertigung. Vorfertigung sagt wiederum nicht über Standardisierung, sondern eigentlich über die Frage, wo wird Arbeit eingesetzt, also am Ort der Baustelle oder an einem anderen Ort. Das ist eine Frage der Verfügbarkeit von Arbeit, Geld, Raum, Platz, Zeit. Hat nichts mit Standardisierung zu tun. Auch nichts mit dem seriellen Bauen. Jetzt kommen wir in den Bereich des seriellen Bauens. Modulare Systeme, die fast beliebig addierbar sind und die vielleicht ein Hauptgrund sind, warum in dem Massenwohnungsbau man den Bogen überspannt hat. Nämlich eigentlich dadurch, dass immer mehr geht, hat man auch mehr realisiert, ohne sich zu fragen, ob das der richtige Ort und die richtige Typologie an dem Ort ist. Jetzt kommen wir in den Bereich des Seriellen. Das kennen wir aus dem Bereich der Einfamilienhäuser sehr gut. Das ist ein Markt, auf den Architekten auch gerne mal, wo wir gerne mal wegschauen. Das ist aber interessant, weil in diesem Markt es nach wie vor eine hohe Freiheit gibt in der Ausgestaltung der Typen, aber doch ein großer Teil der Denkleistung des einzelnen Produktes schon erbracht wurde. Und wenn die Denkleistung multiplizierbar ist, also an verschiedenen Standorten eingesetzt werden kann, der Entwurf, dann glaube ich, dass es große Effizienzgewinne geben kann und man sich vielleicht auch ein bisschen mehr, muss man von 100 Architekten ganz provokant 100 Häuser bauen lassen oder ist es nicht besser, wenn die besten 10 Architekten von diesen 100 jedes Mal immer ein Haus entwerfen und man das dann 10-mal kopiert? Kriegen wir da nicht eigentlich die bessere Qualität? Das darf man unter Architekten eigentlich nicht sagen, aber ich tue es trotzdem. Was sind modulare Systeme? Das grenzt eigentlich, oder das ist die Fortführung dieses Plattenbaus, wie ich ihn vorhin gezeigt habe, viel mehr Richtung einem Zellenbau. Das sind ganz neue, Container haben ja gerade, oder Module, wieder so einen zweiten Aufschwung. Das sind Systeme, die auch nur eigentlich wieder das Thema der Vorfertigung durchspielen. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, den ich interessant finde und über den wir uns wieder verstärkt trauen sollten, nachzudenken. Und das ist ein Beispiel aus unserem eigenen Büro. Und zwar geht es um die Kleinserie. Also wie häufig muss ich ein Modul wiederholen? In diesem Fall geht es um Flüchtlinge. Also ein radikaler Impuls von außen, der uns zwingt, neu bestimmte Dinge zu denken. Wie häufig muss ich Dinge wiederholen, um am Ende ein anderes Produkt zu kriegen, das, wenn ich diese Wiederholung nicht gehabt hätte, auch nicht bekommen würde. Es ging um einen Raum für 2000 Flüchtlinge in Ter Apel, also unglaublich groß. Da kann man sich die Frage stellen, ob das jetzt menschenwürdig ist, ob das am richtigen Ort ist, das will ich nicht diskutieren. Es war gegeben, 2000 Flüchtlinge, deswegen eine ganze Reihe von sozialen Einrichtungen dazu. Und da das Ganze, wir nennen das Design und Build, Finance, Maintenance, Construct, also das ging um das Komplettpaket, was ein entsprechender Bauunternehmer angeboten hat, war klar, wenn wir diese Wohnung für die 2000 Flüchtlinge bauen, dann können wir uns eigentlich nur einen Typ leisten. Wir müssen den maximal wiederholen, um den mit so effizient bauen zu können, dass man ihn mit bestimmten anderen Elementen aufladen kann, die wiederum Qualität beinhalten. Und das haben wir gemacht durch einen Ausgangspunkt, das ist das klassische niederländische Reihenhaus. Umgekehrt angefangen. Häufig, wenn man diese in die
in die Systeme reingeht für extrem kostengünstiges Bauen und Container, dann sehen wir die gestapelten Container 2-3-geschossig mit einem entsprechenden Laubengang. Und das ist aber eigentlich schon ein komplexes System in dem Sinne von, dass ich ein Treppenhaus brauche, eine außenliegende Treppe. Wir haben uns überlegt, wie können wir das noch einfacher gestalten und sind dann auf eine niederländische Typologie gekommen, der sogenannten Oben-Unten-Wohnung. Das ist also ein Reihenhaus, scheint es nach außen, mit 2 Türen, wovon hinter der einen Tür sich eine Treppe verbirgt, die direkt nach oben führt und ich unten eine 2. Wohnung habe. Das ist das Modul, das ist über das gesamte Gebiet wiederholt worden. Wenn wir das Grundmodul wiederholen und extrem optimieren zusammen mit dem Bauunternehmer, dann können wir an anderer Stelle Geld investieren und auch wiederum Varianz und Unterschied hinzufügen. Dies hier links sind unterschiedliche Mauerwerksverbände, das heißt, das gesamte Projekt ist in Ziegel ausgeführt, was erstmal für ein Flüchtlingswohnheim vielleicht untypisch ist. Hat auch was damit zu tun, dass es 40 Jahre stehen soll. Und einen städtebaulichen Plan, der auch wieder so eine starke Repetitivität hat, aber bestimmte Aspekte bietet, was die Bildung von Gruppen zulässt. Zeige jetzt ein paar Bilder von dem Projekt und möchte kurz beleuchten, was für ein Mehrwert möglich war durch die Wiederholung. Also zum einen sieht man, dass das komplett in Backstein ausgeführt wurde. Es gibt große kollektive Bereiche da drin. Die Orientierung funktioniert über ein System, wie man das beim Auto vielleicht mit einer anderen Farbe machen würde. Also wir kaufen alle den Audi A4, der eine in Rot, der andere in Blau, dann können wir ihn unterscheiden. So ist es in diesem Fall halt über Steinverbände passiert. Ich weiß nicht, ob man das mit der Photovoltaik schon gesehen hat hier. Das Ganze, also ein Vorteil dieser seriellen Produktion und Wiederholung lag dann darin, dass wir gesagt haben, dann können wir uns auch auf allen Dächern Photovoltaik leisten. Das rechnet sich auch über die lange Laufzeit. Und am Ende bauen wir eine Stadt da, die vielleicht so robust in ihrer Struktur ist, dass man sie auch irgendwann wieder umnutzt. Also da kommen wir dann an dieses Bild von vielleicht der gründerzeitlichen Stadt, die ja auch eine ganz stark standardisierte Stadt war, mit immer den gleichen Hinterhoftypen, haben sie gesagt, immer dasselbe System, Vorderhaus, Seitenflügel, L, die mittlerweile sein zweites und drittes Leben fristet. Den zweiten Punkt, den will ich noch ganz kurz anreißen, noch 2 Folien, den ich gerne in die Debatte einbringen würde, ist die Frage, brauchen wir nicht wieder neue Prototypen? Prototypen, an denen wir diskutieren, was der kleinste gemeinsame Nenner ist oder der kleinste gemeinsame Teiler. Da fange ich mit dem an. Da gibt es, oder gab es, das kennen Sie alle, die IBA in Hamburg-Wilhelmsburg mit diesen Würfeln, die da vielleicht auch so ein bisschen unmotiviert auf der Fläche draufstehen. Und da haben Kollegen verschiedene Typologien durchgespielt, verschiedene Bautechniken sich überlegt. Und die Frage war, die ich dann 3 von diesen Kollegen gestellt habe, wieso seid, das ist zum einen der Jörg Gläser hier vorne mit Bell, das ist Paolo Fussi hier und das ist der Architekt Philipp Koch von dem Woodcube. Warum habt ihr eigentlich, oder warum ist es euch nicht gelungen, diese Prototypen, die da stehen, zu wiederholen. Also warum gibt es dieses Prinzip der Tod des Prototypen?
Warum schafft es der eigentlich nicht in die Serie? Und von allen dreien, und da schließt sich wieder so ein bisschen der Kreis zu diesem Buch, war das sowohl die Vermarktungsstrukturen, die wir haben, die Auftraggeberstrukturen, deswegen glaube ich, ist vielleicht auch eine schöne Überleitung zum nächsten, es an vielen Stellen nicht zulassen, irgendwo weniger zu machen und an anderer Stelle mehr tun zu können, sondern dass das, was wir unter dem Standard verstehen, das ist, auf das wir uns geeinigt haben und dass es unglaublich große Widerstände bedarf, um davon abzuweichen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Rottmann. Das war jetzt nochmal ein ganz anderer Aspekt, die Serie und der Prototyp über die Grenzen hinausgeblickt. Jetzt breiten wir nochmal das Spektrum des Inputs nochmal in eine ganz andere Richtung aus. Herr Dier aus Ingolstadt, Architekt, der sich in spezieller Weise mit den Fragen des Bauens und des Standards beschäftigt hat, sehr vielen geförderten Wohnungsbau gebaut hat mit vielen Auszeichnungen. Er wird uns jetzt seine Sehweise in der Frage der Realisierung, der pragmatischen Realisierung des Standards erläutern. Zunächst einmal möchte ich mich natürlich bedanken für die Einladung. Als die kam, habe ich mich sehr gefreut, weil mir das Thema eigentlich nahe liegt und ich gedacht habe, ich stelle mich mal hin und schimpfe ein bisschen über diese Standards, die uns so nerven im beruflichen Alltag. In der Beschäftigung mit dem Thema habe ich dann aber feststellen müssen, dass ich da vielleicht ein bisschen vorschnell war. Ja, dieses ist weniger mehr, das hat mich sehr beschäftigt, weil wir kämpfen schon an allen Fronten. Ich mag jetzt gar nicht so sehr auf die genehmigungstechnischen Dinge eingehen oder auf die Fördermodalitäten. Ich mag mich wirklich mit dem technischen Bauen beschäftigen, jetzt in dem Vortrag. Also dieses ist weniger wirklich mehr. In der Technik haben wir ja bestimmte Errungenschaften. Den Kollegen Rippan, ich finde das Zitat gar nicht so weit weg. Das beschäftigt uns enorm und ich möchte dann später nochmal sagen, warum. Ja, das Thema Standard, wenn ich jetzt eine Autobahnstraße fahre, ja, dann ist der Standard zunächst einmal gar nichts Besonderes. Deswegen habe ich auch für mich, das mache ich ganz gern, Sie haben es ja eigentlich schon vorweggenommen, ich habe in den Duden geschaut und habe dann feststellen müssen, also im Allgemeinen, das ist eigentlich der zweite Satz, das bedeutet schon eine gewisse Wertschätzung. Also der Standard ist nicht unterste Schublade. Ja. Der Standard ist etwas, ist eine Errungenschaft, das haben wir erreicht. Da muss man sich auch bewusst machen. Die Anwendung in Auszügen jetzt, also man sieht da, mit den oberen Themen mag ich mich nicht beschäftigen. Was uns beschäftigt, ist der Brandschutz, Wärmeschutz, bautechnische Bestimmungen, DIN-Normen, anerkannte Regeln der Technik. Das ist unser Berufsalltag. Also das Genehmigungsrechtliche, das haben wir, weiß ich nicht, einmal im Jahr im Genehmigungsverfahren, aber das ist unser tägliches Brot. Jetzt habe ich mich mit der Historie ein bisschen beschäftigt, weil ich eigentlich wissen wollte, warum, wo kommt denn das her, ja, was hat es denn mit diesen Standards überhaupt so auf sich? Städtebau, Architektur, Detailbauvorschriften. Und im Städtebau habe ich erst einmal bei den Römern geschaut. Ja. Standardisierte Verfahren im Städtebau. Sie können es ja selber lesen, ich mag es jetzt nicht unbedingt vorlesen, das dauert so viel Zeit. Unser Ergebnis davon. Also Standardverfahren, Quartiersbildung. Ich meine, die Römer haben das auch erfunden. Der Hippodamos hat das in Milet 400
79 vor Christus gemacht, also 2500 Jahre. Das hypothalamische Schema, da hat mich jetzt eigentlich nur ein Satz, entwickelte es aus dem Gedanken der Gleichheit aller Bürger, also ein gesellschaftlicher Gedanke, der da eigentlich eine Rolle gespielt hat. Zurück zu den Römern, standardisiertes Bauen, die konnten auf einmal 4, 5 Geschosse bauen. Das Material, standardisiertes Material, Ziegel ist ein Standardformat, zu der Zeit nicht unbedingt seriell in ganz Europa, aber für Bauvorhaben an bestimmten Orten standardisiert. Dachdeckung, Haustechnik, haustechnischer Standard vor 2000 Jahren, Sanitär. Und dann habe ich mich gefragt, was machen wir heute? Das ist eine dichte Studie von der TU Braunschweig. Der Städtebau kommt Ihnen jetzt bekannt vor. Sie wissen, wo er herkommt. Das ist nicht der einzige Städtebau, den wir heute machen. Wir machen Zeilenbebauung und ganz viele Dinge. Ich will Ihnen jetzt nur zeigen, dass die Dinge eine Ursache haben. Ja? Genauso, was passiert auf so einer Parzelle, da beschäftigen wir uns nach wie vor damit. Das Material hat sich verändert. Nicht unbedingt zum Vorteil. Am Dach sind wir auch mit anderen Möglichkeiten ausgestattet. Auch bei der Haustechnik. Wir führen keine Luft mehr durch, sondern Wasser. Und auf der Toilette haben wir jetzt Gott sei Dank Einzelzellen. So, Erkenntnis des Planers. Wir haben 2500 Jahre, habe ich Ihnen gerade gezeigt, Standardisierung hinter uns. Wenn Sie jetzt die Standards vergleichen, vor 2500 Jahren und heute, was muss dann die Erkenntnis sein? Standards sind nie in Stein gemeißelt. Der Standard ist etwas, was sich bewegt. Das muss sich ständig fortentwickeln in allen Bereichen. Also, und alleine diese Tatsache bringt mich dazu zu sagen, ich muss eigentlich jeden Standard immer hinterfragen. Bei jeder Tätigkeit, bei jedem Bau muss ich mich fragen, ist das jetzt an der Stelle das Richtige? Trial and Error. Muss jetzt vielleicht nicht mehr so ganz im Detail drauf eingehen, aber der Punkt bei Trial and Error ist eine hohe Fehlerwahrscheinlichkeit. Die wollen wir natürlich nicht. Die ist im Bauen. Sie als Gutachter werden jetzt den Kopf schütteln und sagen, spinnt der, der redet von Trial and Error, das geht ja gar nicht. Aber wir müssen einfach in der Optimierung und in der Risikoanalyse unser Heil suchen. Das ist unser Job seit 2500 Jahren. Wir bauen Unikate. Also ich bin ein bisschen bin kein großer Freund von zu großen Serien. Also man kann das natürlich wissenschaftlich und exemplarisch mal durchziehen, aber ich denke, wir bauen ortsbezogen und unverwechselbar, ist mir ganz wichtig, aufgabenbezogen und optimiert, problembezogen und lösungsorientiert, ressourcenbezogen und kostenbewusst und nutzerbezogen als Maßanzug. Was treibt die Standardisierung an? Ich habe es Ihnen gezeigt, seit 2500 Jahren wir Architekten, Städtebauer, Baumeister, Handwerker, wir, die Industrie seit ungefähr 100 Jahren, die VAB, naja, seit 60, 70, CAD, ein großer Einschnitt für uns Planer, hat unsere Arbeitsweisen grundlegend verändert. Wir haben Standards im Büro. Ja. Zeichnen an der Schiene war mal ein Standard. Heute sitzen wir an einem Computer, zum Fernseher und erfreuen uns den ganzen Tag beim Blick in eine Glotze. Heutiger Standard ist einfach so. Gutachter haben natürlich maßgeblichen Einfluss. Da könnten wir jetzt noch weitermachen. Und das, was jetzt als nächstes kommt, da muss ich jetzt ein bisschen schimpfen drüber, das ist BIM. Das ist das große Damoklesschwert für die Zukunft. Was ist das? Alle relevanten Gebäudedaten werden digital modelliert, kombiniert und erfasst. Das Gebäude ist als virtuelles Gebäudemodell auch geometrisch visualisiert. Das machen wir heute eigentlich schon. Das klingt jetzt gar nicht so schlimm. Da habe ich auch nochmal in den Duden geschaut. Also
Ein heller Glockenklang, ich höre den nicht. Da sieht man jetzt, warum ich das so fürchte, dieses Thema. Ja. Dieser Standard, wenn das Standard wird, bedeutet, dass wir alle als Planer umdenken müssen. Unsere ganze Methodik im Büro wird nicht mehr funktionieren. Wir haben diese traditionelle Kurve im Arbeitsaufwand. Vom Entwurf zur Werkplanung ansteigend, in der Ausführung immer noch sehr hoch und die wird jetzt nach vorne geschoben. Wer jetzt Planer ist hier, der wird sich sofort fragen, wie soll denn das funktionieren? Das kann nicht funktionieren. Das geht nur mit Katalogen. Wenn ich meine Standards aus Katalogen abgreife und sage, ich konstruiere mein 3D-Modell im Katalog, ja, ansonsten brauche ich für den Planungsprozess, Entwurf, Werkplanung, diesen ganzen Berg. Ich kann ja nur die Werkplanung, muss ich dann im Entwurf eigentlich vorziehen. Wenn ich ein 3D-Modell, das belastbar ist von den Kosten her, frühzeitig konstruieren soll, dann kann ich nur in Baukästen greifen oder ich kriege mehr Zeit. Also und das, was wir heute kennen, das, was wir bis jetzt gebaut haben, wird mit dem Modell nicht funktionieren. Geht nicht. Also, ist weniger mehr. Ich frage mich, wie es noch mehr zu verhindern. Und der Architekt muss etwas wagen, muss mir einfach gegen den Schmarrn wehren, solange wie es geht. Oder ich muss meinem Bauherrn knallhart sagen, ich kann bestimmte Dinge so nicht machen. Ich kann diese Qualität nicht mehr liefern, wenn ich diese Zeitfenster zur Verfügung habe. Also diese Prozesse werden sich grundlegend verändern. Jetzt bin ich bei unserem Projekt in Ingolstadt. Viel Standard aufgehoben, viele Standards selber entwickelt. Wir sind ja auch Standardentwickler. Sie sehen da Fassaden. Ja gut, da kommen wir dann später noch mit dazu. Standardproblem Zielgruppe. Das ist unser tägliches Brot. Wir machen sozialen Wohnungsbau und der soziale Wohnungsbau bei der Gemeinnützigen ist im Regelfall mindestens barrierefrei. Nicht nur das Drittel, das rechtlich gefordert ist, sondern alle. Und in dem Fall haben wir einen ersten Bauabschnitt, der richtig behindertengerecht war. Alles gefördert bedeutet alles den aktuellen Standards entsprechend. Sonst kriege ich keine Förderung. Es sind auch keine Sonderprogramme gewesen in dem Fall. Wir haben mit dem Objekt dann, das können Sie im Internet runterladen, das ist eine sehr interessante Untersuchung, wer es noch nicht kennt. Das beleuchtet das Thema des barrierefreien Bauens vollkommen anders. In Ingolstadt, da sehen Sie ein bisschen eingezeichnet die ganzen Stadtgebiete, die gemeinnützig hat 6.000 Wohnungen in der Stadt oder fast 7.000 jetzt mittlerweile. Also da tut sich was. Das ist dann Pointer, ja. Das Gebiet ist hier, das ist ein Kerngebiet, hier sitzt die Verwaltung der Gemeinnützigen und die wollten hier diese Zeilen schließen, beziehungsweise umnutzen ging nicht, die waren veraltet zu niedrig von den Geschosshöhen her und auch von der Substanz nicht mehr wirklich gut. Da oben sieht man es einmal im Luftbild noch. Standardproblem Lärm. Großes Thema, ja. Lärm, beschäftigt man sich natürlich damit. Der Bauherr hat zuerst gemeint, ob es nicht gut wäre, da alles weg vom Lärm, ja. Soll man die Laubengänge nicht auf die Straßenseite machen und die Leute in den Hof rein wohnen lassen. Wir haben 95% Mieter im Ruhestand, denen ist der Lärm sowas von wurscht, also egal. Die interessieren sich da gar nicht dafür, im Gegenteil, die wollen, da ist die Bahnlinie und da fährt jetzt der ICE und das ist interessant, das wollen die sehen. Ja? Also man stuft ein Problem ein, sagt, der Standard ist so und so und die Realitäten sind anders. Ja? Ich muss an der Stelle einfach schon auch reagieren. Ja, die Suche nach dem Unikat, Schwinge, hier oder Kamm oder Maschine,
verschiedenste Untersuchungen. Das Endergebnis war, dass wir hier auch im Standard geblieben sind. Der Städtebau dieser Zeit waren Zeilenbebauungen. Wir haben nichts anderes gemacht, als die Zeilen ein bisschen richten und miteinander zu verbinden, also die neuen Zeilen. Wir haben keinen neuen Städtebau da erfunden. Wir haben uns an den Standard der Zeit gehalten, eigentlich nichts anderes gemacht. Ortsbezogen. Und ich denke doch, auch da an der Bahnlinie entlang, die Farben und die Metalligkeit der Häuser, die hat sehr viel mit der Bahn zu tun. Das sind DB-Farben, das hat uns ein bisschen inspiriert da an der Bahn. Aufgabenbezogen, das Planen dort an dieser Stelle von vornherein für eine Nutzer, für ein Klientel, das betagt ist, sagen wir es einmal so, und das dort noch älter werden kann. Ja, da gibt es eine Sozialstation hier auf der anderen Seite drüben, von da aus können die mitversorgt werden, das hat der Bauherr verhandelt, bevor wir gebaut haben. Und dann war klar, dass wir einen großen Teil zwei Zimmerwohnungen bekommen. Jetzt geht der Entwurfsprozess los und ich bin gezwungen, praktisch eine sehr kostenaufwendige Bauweise, also kleine Einheiten zu bauen, ist immer sehr aufwendig. Und ich bin gezwungen, da was Gescheites zu erfinden. Und wir haben dann einen Weg durchs Haus gemacht, der sich an die bestehenden Häuser, beziehungsweise das und das ist auch noch ein Neubauteil, angelehnt hat und mit drei Aufzügen das ganze Ding erschließt. Grundrissoptimierung, Standardvorgaben der Regierung, wie sowas aussieht, das ist überhaupt kein Standard. Ja. Das sind große Schiebetüren, da haben am Anfang Kopfschütteln bekommen von den Regierungsstellen, weil die gesagt haben, das ist für Behinderte nichts, aber da sitzt eine Dame bei der Regierung, die sitzt selber im Rollstuhl und die hat gesagt, lasst uns das probieren. Also, wir müssen nicht unbedingt Drehtüren bauen. Das ist der Blick in die Küche rüber. Zwei gleichwertige Zimmer, die nicht gleichwertig sind. Der Schlafraum ist immer ein bisschen größer im behindertengerechten Wohnen. Das hat was mit den Bewegungsflächen zu tun. Und ein Balkon davor, der einfach beide Zimmer gleichberechtigt anschließt. Also das ist auch kein Standardbalkon. Wir brauchen einen Bauherrn, mit dem Sie das machen können. Standardisiertes Bad. Aus dieser Ready-Befragung, da sehen Sie einmal, wie Standards ankommen bei den Leuten. Ja. Unterfahrbare Badewanne, natürlich, Badewannenrand sehr hoch, geht nicht anders. Der eine freut sich, weil er mit dem Wannenlift in die Wanne kommt, der andere sagt, das ist nicht behindertengerecht, das ist viel zu hoch. Das sind jetzt einmal andere Wohnungstypen, da ist auch dieses offene Wohnen, also durch diese Schiebetüren, die einfach da Optionen schaffen. Das hat aber mit Standards weder im sozialen Wohnungsbau noch im Behindertengerechten was zu tun. Ja, da haben wir uns wirklich ein bisschen weit aus dem Fenster gehängt, aber die Leute nehmen es sehr gut an. Ich mache jetzt ein bisschen schneller, weil wir, glaube ich, von der Zeit schon fortgeschritten sind. Bloß ein paar Impressionen, die Innenräume. Das ist natürlich, wenn man im Rollstuhl oder mit dem Rollator unterwegs ist, ist das einfach von Vorteil. Und deswegen haben wir dafür gekämpft, die Wohnungen möglichst großzügig und offen zu machen, es wird da sehr gut angenommen. Details, auch alles Eigenentwicklung, ganz wenig standardisiert. Also mit dem benannten Katalog kommen wir nicht weit an diesen Stellen. Ein typisches Beispiel, das ist die Haustürschwelle. Und da gibt es eine Tür, wir haben NF-Haus, sogar sehr hochwertig. Und diese Tür kann die NF, diese Tür, das eine der ganz wenigen Türen, die das kann, die kann aber nicht barrierefrei. Was mache ich jetzt? Keine Tür einbauen. Ich habe mit dem Bauherrn geredet und gesagt, also da müssen wir wohl irgendeinen Tod sterben. Und der Bauherr hat entschieden, wir bauen die Tür ohne die Schwelle, keine Zulassung.
verschieden, die Gestaltung der Eingangsbereiche möglichst individuell, verschieden, alles barrierefrei und behindertengerecht. Trotzdem jeder Einzelne, unverwechselbar. Ein hohes Maß an Identifikation, auch über die Farben, über das Licht. Die Innenräume sind ganz unterschiedlich gestaltet. Also sind die Aufzugssituationen, Treppenhaussituationen der unterschiedlichen Bauteile. Das ist jetzt im dritten, im letzten Bauabschnitt. Das ist ein standardisierter Aufzug. Der ist nur in keiner standardisierten Hülle. Also ich kriege sowas mit wenig Mehrkosten im Aufzugbereich und natürlich Mehrkosten in der Hülle. Aber das ist ja generell ein Thema. Wenn ich ganz kurz vielleicht nur über Baukosten was sagen darf. Wir haben, das habe ich ausgerechnet bei dem Bauvorhaben, ungefähr 25% der Baukosten, der reinen Baukosten, sind Hüllkosten. Also alles, was mich als Architekt interessiert, 25%. Wenn ich dem Bauherrn jetzt sage, da brauche ich einfach 10% mehr, als üblich sind, und der Bauherr nickt, dann hat er 2,5% mehr und die muss ich halt woanders vielleicht wieder reinkriegen. Jetzt hat der Bauherr aber schon beschlossen, dass er eine extrem unwirtschaftliche Bauweise will. Also Laubenganghäuser mit 2 Zimmerwohnungen ausschließlich. Also es ist schwierig. Wege durchs Haus, auch nicht so ganz Standard, dass man Räume zur Verfügung stellt für die Gemeinschaft. Mal kurz die Gartenseiten. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Dier. Jetzt hatten wir die Bandbreite halt zu dem ganz konkreten Haus, abgesehen von der großen geschichtlichen Entwicklung, die uns ja auch noch mal etwas Impuls gegeben hat, wie der Standard als solches sich entwickelt. Und ich muss sagen, das ist halt die gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft als Bauherr, Herr Dier als Architekt, Herr Bensko als Bauherr ist, habe ich heute oder haben wir auch eingeladen, weil ich finde es schon sehr, sehr ungewöhnlich, dass man im geförderten Wohnungsbau, Sie haben ja zum Schluss die Bilder gesehen, Gebäude bauen kann, die dem Standard, den wir hier so kennen, muss man wirklich sagen, in Köln oder Nordrhein-Westfalen, von der ästhetischen Qualität vor allen Dingen, von der bautechnischen Qualität nicht so präsent haben. Deswegen mussten wir jetzt von den Niederlanden mal nach Bayern gehen, um dass wir vielleicht über diese wirklich, finde ich, sehr außergewöhnliche Bauweise im geförderten Wohnungsbau von der formalen Qualität, vielleicht durch den Bauherrn, der ungewöhnliche Wege geht. Wir kennen die gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft, ist also quasi vergleichbar mit der GAG hier in Köln. Und wir haben die Kollegen hier, wir haben alle schon viel Kontakt mit der GAG gehabt und wir kennen sicherlich da auch die Herangehensweise im Umgang mit Standards und mit der rigiden Ausformulierung, diese natürlich einzuhalten. Aber die Frage Einzelfallentscheidung, sehe ich da nicht so und ich finde das wirklich sehr vorbildlich und bitte jetzt Herrn Bensko, vielleicht da uns nochmal eine Motivation zu geben, dass wir die weitertragen können, sowohl ins Ministerium als auch in die hiesigen Bauherrschaft, um zu sagen, wie Sie das schaffen und mit welchen, sage ich mal, Distanzierungen auch zum Standard, so haben Sie es mir erklärt, in wohlüberlegter Regie, wie Sie das schaffen, das durchzuhalten. Bitte. Also auch von meiner Seite nochmal danke für die Einladung. Hat mich auch wieder gefreut, mal nach Köln kommen zu dürfen. War ja schon mal vor 4, 5 Jahren auch schon mal beim Montagsgespräch dabei. Ganz bei den Anfängen noch, wenn Wohnungsbau diskutiert worden bin. Ich möchte jetzt heute ein bisschen was erzählen, wie wir als Bauherr mit diesen Standards umgehen, was wir alles machen oder was wir beobachten oder beachten oder auch nicht beachten.
und möchte so ein bisschen mal zu den Voraussetzungen kommen einfach. Wichtig ist für uns, wir verkaufen kein Haus, wir bauen nur für uns, also für unsere Mieter natürlich, aber wir behalten alles selber. Wenn ich für Dritte bauen würde, Eigentümergemeinschaften, würde ich das garantiert nicht machen, was ich alles mache. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ja. Voraussetzung ist auch, dass ich einen Geschäftsführer habe, der vertraut mir noch und der Aufsichtsrat und der Vorstand vertraut mir auch noch. Wir verzichten nicht auf Standards, wir wollen immer etwas mehr haben sogar. Und ganz wichtig ist, man hat wirklich ein ganz gutes Planerteam. Dann komme ich zu den Projektbeteiligten. Meine technische Abteilung ist sehr, sehr umfangreich. Ich habe 28 Mitarbeiter, vom Landschaftsarchitekten über Hochbauarchitekten, Techniker, Verwaltungspersonal. Das Einzige, was wir nicht selber machen können, ist die Statik. Habe sogar einen Anwalt inzwischen in der Abteilung. Ist leider auch teilweise schon notwendig. Dann natürlich bauen wir grundsätzlich mit externen Planern, Haustechnikern, Architekten und so weiter, weil wir müssen so viel bauen zurzeit, ich muss in den nächsten 5 Jahren 1900 Wohnungen errichten, dass wir gar nichts mehr selber machen könnten. Wir könnten es, ja, wir haben früher die Haustechnik gemacht, aber jetzt kontrollieren meine Leute nur noch die externen Planer und nehmen Einfluss auf die. Externe Sonderfachleute für den Schallschutz, Energieberater, Aufzugsplanung und so weiter, muss natürlich auch alles passen. Externe Sachverständige sind auch sehr, sehr wichtig. Ich habe dahinter mal ausprobieren, weil nicht jeder Sachverständige ist so geeignet für uns. Ich habe lieber einen Sachverständigen, der sagt, ist vielleicht nicht ganz der Norm entsprechend, aber es wird schon funktionieren. Finden Sie ganz selten, aber es gibt's. Und natürlich auch die Behörden. Bis zu den Bewilligungsstellen, dass man da auch eine gute Unterstützung hat und leider auch eben einen externen Rechtsbeistand, aber das der Vollständigkeit. So, und jetzt habe ich mal den Klassiker, so nenne ich das immer, das ist, der Herr Dier hat es vorher schon mal gezeigt, wir haben sehr viele Bauvorhaben mit Schiebetüren. Warum? Weil, ich habe es mal wieder durchgerechnet, im letzten Jahr eine Schiebetür günstiger ist als eine Drehtür. Ja, das sind 170 Euro Differenz auf die Wand gesehen. Ja, das hat mit diesen 2,5 Quadratmetern zu tun, dass die Oberfläche, die Öffnung größer als 2,5 Quadratmeter ist. Das ist die Voraussetzung, weil man kann es ja dann abziehen. Ja, und deswegen ist bei uns eine Schiebetür günstiger als eine Drehtür. Ist zwar nicht ganz so dicht, aber das passt schon. Festlegen von Standards. Ich führe grundsätzlich, wenn wir einen neuen Planer haben, immer das Gespräch mit ihm, ich möchte von dir Vorschläge haben, wie man was einsparen kann. Ja? Wie man nicht unbedingt nach DIN. Rissbreiten, sage ich aber gleich noch was dazu. Hinterfragen von bisherigen Ausführungen. Jetzt muss ich einen ganz kurzen Exkurs machen. Und zwar hatten wir vor 2 Jahren ja auch das Flüchtlingsproblem bei uns in Ingolstadt. Und da sind wir irgendwie dazugekommen, weil die Stadt hat es vorher selber gemacht. Und da war ein Grundstück zu bebauen mit Containern, das war die Lösung. Und dann hatte ich mich mal irgendwann hingesetzt und gesagt, ja, meinst du, da möchte ich jetzt unbedingt nicht drin wohnen, muss doch noch anders gehen. Und habe mir halt dann sowas ausgedacht, so als Einzelwohnung aus Containern, weil das war Vorgabe. Ja. Und das Ganze sieht jetzt dann so aus, noch nicht ganz fertig da, inzwischen ist es natürlich fertig, aber ich habe bei den Gebäuden 25%, ist bis zu 25% Einsparung der Kosten, weil wir haben einfach anders darüber nachgedacht, wie es funktionieren kann. Nicht so, wie man es bisher immer gemacht hat. Zweites Beispiel aus dem Bereich, das ist Wohnen für unbegleitete Minderjährige. Ist ein Grundstück, dürfen wir nur 15 Jahre lang nutzen, es durften keine Container mehr sein. Und dann mit dem Büro Bayer und Dier diesmal auch in dem Fall, haben wir eine Lösung gefunden. Die sieht dann jetzt so aus im Schnitt. Und das Ganze sind einfach nur Fertiggaragen. Ja, da haben wir Fertiggaragen gestapelt. Innen drin sieht das jetzt so aus. Ist auch schon fertig. Von außen habe ich leider noch keine gescheiten Fotos. Nur so ein bisschen ist so Material mit einem Streckmetall in 4 verschiedenen Farben sind diese 6 Gebäude
Ich hoffe, dass ich es bald gescheit fotografieren kann. Von den Baukosten übrigens circa bei 75% der regulären Baukosten. Und ihr habt gesagt, 15 Jahre darf es nur stehen bleiben. Ich bin ziemlich überzeugt, das steht 40 Jahre, weil das traut sich keiner mehr abzureißen. Analyse der Nutzergruppen. Der Herr Dier hat es vorher schon mal dargestellt, ältere Herrschaften, wie sie wohnen. Aber ist es zum Beispiel ältere Herrschaften, verbrauchen wesentlich weniger Warmwasser. Das ist einfach so, das haben wir festgestellt. Also können wir die Warmwasserbereitstellung reduzieren und es reduziert auch der Baukosten. Dann intensive Betreuung, hatte ich schon gesagt, die Projektsteuerung, also das heißt meine Mitarbeiter, betreuen unsere beauftragten Architekten sehr, sehr intensiv. Sie lesen jede Ausschreibung und machen Korrekturen und Ergänzungen rein. Bewusste Abweichung von Ausschreibungsstandards. Jetzt muss ich noch mal kurz ein bisschen ausholen. Ich weiß nicht, wie die Gesellschaft hier in Köln ist, aber bei uns ist die Stadt Ingolstadt knapp mit über 50% Gesellschafter. Audi ist bei uns auch Gesellschafter. Aber wir sind kein öffentlicher Bauherr. Wir haben das selber für uns definiert. Das ist auch so durchgegangen. Wir sind kein öffentlicher Bauherr, weil wir Gewinnabzielungsabsichten haben. Gewinnerzielungsabsichten haben, so heißt es. Also bewusste Abweichung von Ausschreibungsstandards. Wir schreiben zum Beispiel Baumeister inklusive Anstrich der Wände aus. Betonwände in der Regel, gespachtelt und gestrichen. Machen wir einfach. Das haut uns noch keiner in die Pfanne deswegen. Oder funktionale Ausschreibung. Wir sagen, wir wollen dieses Bauteil haben, das muss diese Funktion haben. Jetzt machen wir einen Vorschlag für mal, wie es gehen könnte. Wir haben Abschluss von Lieferverträgen, das heißt viele Einbauteile wie Lüfter oder sowas kaufen wir direkt vom Hersteller und bauen es auch mit eigenem Personal ein. Ich habe auch kein Problem damit, Ausschreibungen aufzuheben und Planungen umplanen zu lassen, wenn es zu teuer wird. Deckelung der Kosten. Also wir haben natürlich in Bayern eine Förderobergrenze, sage ich mal, die heißen 1870 Euro auf dem Quadratmeter Wohnfläche. Brutto für die Kostengruppe 300 und 400. Natürlich kommen die Architekten zu mir und sagen, das reicht aber nicht. Ich sage trotzdem, 1870 Risiko, gibt vielleicht mehr Kosten. Aber Latte erstmal hochzulegen, wollen sie erstmal tiefer haben. Ja. Man kann sie dann immer noch ein bisschen anlupfen. Und auch mal was in die Tonne treten, das heißt, das wegschmeißen und neu anfangen. Jetzt mal hier ein Gebäude an der Schwinge. Ein Ingolstädter Architekt, der Herr Schlamp aus Ingolstadt, haben wir zum Beispiel gesagt, wir verzichten auf Bewehrung bei den Wohnungstrennwänden. Die sind aus Beton, da ist keine Bewehrung drin, sofern es nicht statisch notwendig ist. Und es hat Risse gegeben in den Wänden während der Ausführungszeit. Nach dem Spachteln gab es keine Risse mehr. Es war also minimaler Aufwand mit einer sehr enormen Ersparnis beim Stahl, um solche Arbeiten, um so ein Haus bauen zu können. Jetzt habe ich heute zum Beispiel schon eine E-Mail bekommen, weil wir haben bei einem anderen Bauvorhaben, waren 22er Betonwände als Wohnungstrennwände drin. Da habe ich gesagt, das braucht es nicht, 18 cm reichen. Ja, das ist der Mindestschallschutz, mehr braucht es nicht. Jetzt heute eine E-Mail bekommen von den Architekten aus Berlin, mit denen wir da zusammenarbeiten, 18 entspricht der Vorschrift, sagt der Schallschutzmensch, aber er empfiehlt es nicht. Was sollen wir jetzt machen? Ich schreibe jetzt nachher noch eine E-Mail, 18 cm reichen. Also man muss es nicht übertreiben. Da haben wir natürlich ein bisschen Stahl einbauen müssen. Also das ging so nicht anders. Aber auch da wieder ein Beispiel oder als Beispiel hergenommen. Wir hatten für das gesamte Haus einen Statiker, der hat den hinteren Teil gerechnet, er hat alles gerechnet und hat vorne dann bei diesem Auskragen einen Überzug von 1,80 Meter ausgerechnet gehabt, oben drüber. Der meinte, das braucht man. Und dann habe ich gesagt, nee, hole ich jetzt einen anderen Statiker. Der ist ohne diesen Überzug ausgekommen, weil er einfach anders herangetreten gegangen ist. Und das Problem, der hat das als Brückenbauwerk gesehen. So wie man diesen Brückenkörper baut, hat er das einfach konstruiert mit deutlich weniger Beton und auch Eisen. Oder Energieberater habe ich oben drüber geschrieben. Wir hatten einen Energieberater auf dem Haus
Und irgendwann habe ich dann das Ergebnis gesehen und dachte mir, das ist ganz schön viel. Und da habe ich mir einen anderen Energieberater gesucht, der hat 150.000 Euro rausgeholt aus der energetischen Berechnung, wo wir weniger Dämmung gebraucht haben und so weiter. Ja. Seitdem arbeitet der grundsätzlich für uns. So ist mal die Situation, da außen ist die sogenannte Schwinge und dann haben wir natürlich durch das gesparte Stahl, haben wir dann die Innenhofhäuser gebaut, da haben wir den Stahl wieder eingebaut. Auch im Bau von den Architekten Struhe und Ulrich aus Berlin. Ein ganz junges Büro, war so ein Joker-Gewinner bei einem Wettbewerb von uns. Aber machen wir auch, wir arbeiten auch mit jungen Büros, unbekannten Büros, weil wir haben ja eigentlich das Fachwissen bei uns im Haus und die dürfen sich dann schon ein bisschen austoben. Oberflächengestaltung. Nein, ist halt einfach Beton. Ja, ich habe mal vor, ja, wie lang ist das ja, 18 Jahren haben wir mal ein Haus gebaut, Betontreppen, Wände, Böden, dann kamen die Bewohner irgendwann, da kann man doch nicht drin wohnen, bitte streicht es uns. Das Treppenhaus, dann habe ich es gestrichen, in Grau natürlich. Nach einem Jahr kamen sie, bitte macht die Farbe wieder runter, das sieht nicht mehr schön aus. Ja, die wollten ihr altes Treppenhaus wieder zu haben, weil der Beton ist unverwüstbar eigentlich. Ja, und ist billiger. Die Normen. Das ist eine Wohnanlage an der Donau, Büro Brandt unter Federführung vom Architekturbüro Brandt aus Ingolstadt und das Büro Bayer & Dier hat dort auch ein bisschen was gemacht. Wir überprüfen oder ich erwarte auch von den Architekten wirklich jede Norm zu überprüfen nach Sinnhaftigkeit und Schadenspotenzial. Und es wird viel gemacht und wir können als Bauherr auch viel zustimmen und wir sagen einfach, das reicht. Mehr machen wir nicht. Natürlich gibt es keine Einschränkungen beim Brandschutz, Sicherheit und fördertechnischen Belangen, sofern man nicht eindeutig rechtliche Sicherheiten hat. Also auch da kann man natürlich einiges argumentieren, wenn man einen guten Brandschutzmenschen hat, der einfach auch viele Sachen über Abweichung feststellt und dann geht es halt doch noch einfacher. Hatte ich schon mal gesagt, Festlegung der wirklichen Mindeststandards, kein erhöhter Schallschutz, der einfache Schallschutz reicht zum Beispiel. Auf die Erfahrung vertrauen. Und ganz wichtig ist, wir können auch die externen Planer aus der Haftung befreien. Das machen wir auch. Unterschreibt das sofort. Wenn der Architekt kommt und sagt, da ist der Schallschutz beim Laubengang, können kritisch sein, statt Isokorb zum Beispiel, unterschreibe ich sofort, habe ich gar kein Problem. Baue ich seit über 20 Jahren ein, habe noch nie eine Klage bekommen. Das Haus haben Sie ja vorher schon gesehen. Abweichung von den 15 cm noch, wasserführende Schicht. Der Architekt hat uns damals das dargestellt, hat gesagt, ja, machen wir doch, passt schon. Ist auch noch nie was passiert. Und ist billiger. Oder eigene Detaillösungen, das haben die Architekten sich ausgedacht. Der Schlosser hat es dann halt irgendwie gebaut, auch mit als eigene Lösung. Aber funktioniert sehr gut. Das ist ein Kindergarten. Und den zeige ich jetzt eigentlich nur, weil der Kindergarten hat sehr viele Wellen bei uns in Ingolstadt geschlagen, weil er sehr, sehr kostengünstig war. Die Stadt hat dann nachher Schwierigkeiten gehabt, ihre eigenen Kindergärten zu bauen, weil sie einfach mit den Kostenvorgaben, die wir dann plötzlich geschaffen haben, nicht mehr zurechtkamen. Mit einem Grund, warum wir so günstig gebaut haben, wir haben nämlich eine Tiefgarage drunter gesetzt. Steht einfach oben auf einer Tiefgarage drauf. Und deswegen zeige ich den Kindergarten jetzt, weil das Einzige, was wir beschichtet haben bei der Tiefgarage, ist der Flur im Kindergarten. Also wir machen keine Abdichtung auf die Tiefgaragendecke. Ich mache keine OS8-Beschichtung oder wie sie auch immer heißen, in den Tiefgaragen unten drin. Außer bei den Stützen gerade noch. Ansonsten sage ich, braucht es nicht. Bau seit 30 Jahren. Tiefgaragen ist noch keine zusammengefallen und noch keine zusammengerostet. Es geht anders auch. Das hatte ich eben gesagt. Ja gut, und
führen die Decken immer als WU-Beton, inzwischen sogar ohne Gefälle, weil es steht nirgendwo, dass man Gefälle machen muss. Nur wenn eine Straße drüber geht wegen dem Salz, dann kommt natürlich schon ein bisschen Abdichtung drunter. Jetzt gehe ich mal ein bisschen in die Haustechnik. Das ist eigentlich ein Vortrag, den ich mal für die Kollegen gehalten habe. Deswegen ist ein bisschen mehr Text da und vielleicht auch ein bisschen mehr Haustechnik. Ich habe natürlich ein paar Bilder noch dazu getan. Dien sagt, Nachbarräume müssen mit 15 Grad, fremdbeheizte Nachbarräume müssen mit 15 Grad gerechnet werden. Kollegen bei mir, die setzen 17 oder 18 Grad an, deswegen werden die Heizkörper kleiner, geringere Baukosten. Luftwechselrate, wir setzen 0,5 an, DIN sagt 1,0 oder 1,5 bei Bädern, wir kommen mit 1,5 und es ist noch keiner, der stickt bei uns. Warmwasserspeicherauslegung, wir gehen einfach nur mit 50% Auslegung, weil das alle gleichzeitig in die Badewanne hineingeht, das habe ich noch nicht erlebt. Ja, es spart einfach Geld, entspricht nicht der DIN, aber es spart Geld. Auch hier mal eine kurze Berechnung, weil wir mit diesem Inliner gerade arbeiten. Es ist einfach um knapp 100 Euro günstiger mit so einem Inliner zu arbeiten, auch wenn das die Haustechniker nicht so gerne sehen. Wir haben keine Probleme damit. Und die Wärmeverluste sind sogar auch geringer. Dann zu den ausführenden Firmen. Ich mache ganz schnell, ich bin gleich fertig. Wir führen sehr intensive Gespräche mit den Firmen über Ausführungsart und Produkte. Wenn ein Haus in Fertigteilen ausgeschrieben ist und die Firma ist vorne, die Ortbeton billiger anbieten können, dann ändern wir das Ganze in Ortbeton. Habe ich keine Skrupel damit. Verwendung von alternativen Produkten, die die Funktionalität nicht einschränken. Wichtig ist auch, dass meine Kollegen mit auf den Baustellen rumlaufen und der Firma auch Tipps geben, wie sie es vielleicht besser machen können. Firmen sind immer dankbar, wenn sie Tipps bekommen, wie sie es einfach machen können, weil es dann auch günstiger für sie wird. Bereitschaft zur Planungsänderung, wenn man dadurch preisliche Vorteile bekommen oder mindestens kostenfrei ist, auch dann ist die Firma schon wesentlich zufriedener, wenn sie für sich selber schon ein bisschen was gespart hat. Jetzt mal hier so ein paar Beispiele noch. Ein paar Bilder wollte ich auch noch zeigen. Das ist Europan. Inzwischen haben wir den Europan 4 gebaut. Also eigentlich war es der Europan 6. Wir sind angetreten, dass wir gesagt haben, wir bauen jetzt mal endlich Europan und haben den auch gebaut. Und inzwischen haben wir den vierten Europan mit dem gleichen Büro Blauwerk aus München gebaut. Das sind aber immer unterschiedliche Häuser, wie Sie sehen können. Das Ergebnis, das ist ein Gebäude von Van Kunsten, was wir gebaut haben. Schaffung vom hochwertigen Wohnraum. Wichtig für uns, wir wollen auch keine Zweiklassengesellschaft, weil es gibt so Diskussionen, kostengünstig zu bauen. Lieber stecken wir das, was wir gespart haben, wieder in die Wohnung rein, damit sie schöner werden. Natürlich, ich bin auch Architekt von der Ausbildung her, interessante Aufgabengebiete mit Abwechslung, das soll ja nicht zu langweilig werden. Nachhaltigkeit ist natürlich genauso ein Thema bei uns. Und gute Architektur, Baukultur. Also wir haben eben auch die Baukultur bei uns als eine der vier Säulen, nach denen wir bauen. Und jetzt nochmal ein paar Beispiele von Bauten. Das ist Neubauten und rechts daneben Sanierung von, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, gleich fällt es mir wieder ein. Wie heißt dann? Neuburger Bonat, ja genau, aus München und Müller. Oder hier auch eine Sanierung mit daneben Neubau von den Zwischenräumen aus München oder hier wieder eine ganze Siedlung vom Blauwerk, auch aus München. Was ganz wichtig ist, wollte ich jetzt ganz am Schluss noch zeigen, weil wir versuchen auch immer noch Kunst am Bau durchzuführen. Ja, das heißt, das ist so eine Lichtsäule, wir haben dort 350 Wohnungen rum. Dieser Lichtsäule, die wir saniert hatten, mit Abschluss der Maßnahme, haben wir ein Kunstwerk errichtet, mit einem Wettbewerb sogar. Und da sind jetzt 350 Lichtsegmente und jeder Mieter durfte sich zweimal am Tag für 5 Minuten eine Farbe raussuchen, damit er sich wiederfinden kann. Ach, Quatsch, jetzt dachte ich schon, ich bin noch fertig eigentlich. Danke. Ja, das war jetzt der letzte Impuls.
Partei wird das übernehmen. Wir haben uns ein Format ausgedacht, dass wir jetzt nicht auf dem Podium nochmal die, also sage ich mal, vielleicht immer nur einer was zu einer Frage fragen kann, sondern wir haben gedacht, wir versuchen das jetzt zu verflechten, die einzelnen Teilnehmer und die beiden Gäste, die jetzt keinen Impuls gehalten haben, Herr Noël und Herr Hafer, nochmal zwei Externe, die quasi das Ganze nochmal ergänzen. Herr Noël vom Ministerium in Düsseldorf, zuständig für den experimentellen Wohnungsbau, und Herr Hafer, ein Gutachter für die Abdichtung. Sie müssen es nochmal genau sagen, was Sie... muss ich jetzt nochmal gerade gucken, für Bauwerksabdichtung und Gutachter für die, Ingenieurkammer NRW. Und jetzt finde ich halt, Herr Bensko, also ich weiß nicht, die Kollegen unter uns, geförderter Wohnungsbau in dieser Qualität, in dieser Ausstattung, ich bin immer wirklich sehr begeistert, wenn ich sehe, was möglich ist und mit welchem enormen Engagement man wirklich sieht, Baukultur, Kosten sparen, aber keine Qualität sparen. Und jetzt, wir haben eine Choreografie gemacht, genau, Sie sehen die, wie wir jetzt sagen, nicht das Podium, sondern jetzt geht Herr Bensko vom Pult an den Tisch und Herr Noël kommt aus dem Publikum und die beiden unterhalten sich jetzt. Anleitung von Burkhard Dewey. Unterschiedliche Haltungen, jetzt bin ich richtig, okay. Unterschiedlichste Haltungen zu dem Thema, wir könnten eigentlich eine ganze Tagung füllen. Wir nutzen trotzdem jetzt die Gelegenheit, das neue Format auszuprobieren. Herr Bensko, wenn Sie zu uns an den Tisch kommen. Sie bleiben, Herr Noël kommt dazu, anschließend gehen Sie, dann kommt Matthias Rottmann dazu und so weiter und so fort. Ich übergebe Ihnen einfach die Mikrofone und überlasse Sie sich selbst. Ich werde jetzt gar nicht viel moderieren. Ich würde sagen, Sie starten mit einer Frage an Herrn Bensko. Sie hatten Gelegenheit, ihm lange zuzuhören. Ja, Herr. Jetzt geht's. Ja, Herr Bensko, auch von mir erstmal herzlichen Glückwunsch zu Ihren Projekten. Hat mich auch sehr beeindruckt. Wir machen dieses Jahr ein Auszeichnungsverfahren für geförderten Wohnungsbau in Nordrhein-Westfalen. Mal gucken, was da alles so zutage kommt. Ich kenne auch ein paar gute Projekte, aber es stimmt schon, an Ihre Projekte rankommen ist schwierig. Aber für mich die erste Frage, bauen Sie Ihre Projekte komplett gefördert oder sind das Mischprojekte, gefördert und nicht gefördert? Also bis jetzt waren es immer reine geförderte Projekte, okay, beziehungsweise reine nicht geförderte Projekte. Und da wir ja heute über die Standards sprechen, mir war jetzt nicht so ganz klar, inwieweit Sie jetzt, also bei Ihnen kam ja auch im Vortrag eine unglaubliche Erfahrung heraus und eine Sicherheit, auch mit diesen Standards umzugehen, damit zu spielen. Inwieweit geht dieses Spielen sozusagen über die Erfahrung, über die Kenntnis, oder inwieweit haben Sie auch mit der Baubehörde oder mit den Fördergebern Verabredungen getroffen, von gesetzten Standards für Ihre Projekte abweichen zu müssen? Ich sage mal über Ausnahmeregeln oder Experimentierklauseln oder so etwas. Also die oberste Baubehörde in Bayern, ja als oberste Behörde fürs Bauen zuständig ist, und die Regierung von Oberbayern haben sich in der Vergangenheit immer jedes Jahr oder alle zwei Jahre übertrumpft mit irgendwelchen neuen Förderprogrammen, wo man einfach rumexperimentieren sollte. Also da sind die Bayern, muss ich ganz stolz eigentlich sagen, sehr, sehr weit. Ja, und geförderter Holzbau oder Massivbau, kostengünstig, das wechselt sich jedes Jahr ab. Und wir haben bis jetzt, waren eigentlich bei jedem Modellvorhaben wieder dabei, und außer einmal, das wird mir immer noch vorgehalten, die berufen sich auch ein bisschen auf uns inzwischen und sagen, also die machen das doch da auch so, das können wir doch auch machen, ja, für andere Gesellschaften. Also wir haben eigentlich einen ganz guten Ruf bei den Fördergebern, und sie fördern uns eigentlich alles, was wir haben wollen.
Okay, also nicht der Tod des Prototyps oder des Modellprojekts, sondern Sie bauen Modelle, die dann auch andere kopieren. Ja, nicht Häuser kopieren, nein. Also, sondern versuchen, das Verfahren ein bisschen zu kopieren. Ja. Also wie wir da hinkommen. Ja, also die haben schon Interesse dran. Ich meine, ich weiß es ja selber, wir sind etwas ungewöhnlich in der Baubranche als Bauherr. Mhm. Ja, sie versuchen natürlich auch bei anderen Gesellschaften dieses Denken versuchen sie durchzusetzen. Das ist nicht einfach, das weiß ich selber. Ich habe ja selber ein paar Jahre als Planer gearbeitet, bevor ich dann zur Gesellschaft gekommen bin, wo ich dann einfach sagen konnte, so will ich jetzt nicht sein, sondern ich möchte jetzt anders sein. Aber ja, es ist schwierig halt einfach. Ja, nochmal, ich habe immer so, hier ist ja auch von Herrn Rottmann so holländische Beispiele. Ich kenne Holland dadurch, dass ich da privat liiert bin, auch sehr gut. Ich habe immer das Gefühl, die Holländer sind auch bescheidener. Also die Frage ist ja immer, die Standards, setzen die eigentlich in Deutschland nicht die Architekten und die Bauherren zum Teil über Gebühr oder über das Notwendige hinaus selbst? So habe ich das zum Teil, so meinte ich zumindest aus Ihrem Vortrag auch rausgehört zu haben. Oder sind es wirklich Ihrer Meinung nach die gesetzten Normen oder Rechtssetzungen, die zu hohe Standards setzen? Und welche wären das dann, die man diskutieren müsste? Also sicher tun die Architekten und die Fachplaner, die machen eigentlich viel zu viel, die müssen es eigentlich nicht so viel machen. Ja, ich möchte jetzt nicht über Haustechniker schimpfen oder über andere Sachen, aber ein Haustechniker, der nicht 110 oder 120% Sicherheit sich einbaut, der macht einen Fehler hier bei uns im System, weil der wird sofort verurteilt nachher vor Gericht. Und das ist das, wo wir versuchen, einfach runterzukommen. Wir sagen, das reicht schon aus. Ja, wir machen einfach weniger, damit wir uns den schönen Parkettbelag leisten können, ja, weil dann kriegen die Mieter schon große Augen. Jetzt würde ich Ihnen gerne das Mikrofon abnehmen. Bitte. Sie dürfen auf dem Podium Platz nehmen, sich gegebenenfalls auch nochmal einschalten und würde jetzt Matthias Rottmann dazu bitten, um gleich mit der Fragenrunde mit dem Zwiegespräch weiterzumachen. Ja, wir haben jetzt gerade jemanden verloren, der woher auch immer so eine ganz eigene Motivation hat, um etwas, was praktisch ist, und was wenig Aufwand bedeutet, nämlich sich an Standards zu halten, über Bord wirft. Das macht er aus einer eigenen Motivation heraus. Aber wir merken ja, dass wir aus dieser Komfortzone an vielen Stellen schlecht rauskommen. Und das wäre eigentlich meine Frage an Sie. Können Sie sich irgendwas vorstellen, dass Sie sagen, als Land, als Überauftraggeber, wir geben einen Impuls, also einen Druck von außen, nicht generell denkt über Standards nach, sondern wir drehen an irgendeiner Schraube, irgendeine Rahmenbedingung, die uns dazu zwingt, Dinge in Frage zu stellen. Ja, das habe ich mich im Vorfeld schon gefragt und das ist gar nicht so einfach, weil ganz spontan würde ich sagen, nein. Ich muss auch sagen, das hat natürlich damit zu tun, dass nicht alle Bauherren so sind wie die gemeinnützige Wohnungsbau in Ingolstadt. Ich leite jetzt 14 Jahre dieses Referat, bin noch nicht darauf angesprochen worden von anderen, können wir nicht mal experimentell was machen zur Absenkung von Standards. Obwohl ich, glaube ich, in der Wohnungswirtschaftsszene, Architektenkammer und ziemlich bekannt bin. Also ich sage mal, das ist so eine Frage auch, wo wir uns alle fragen müssen, wie groß ist in Deutschland unsere Experimentierfreude? Das ist das eine. Zum anderen muss ich ja auch sagen, wir setzen ja im geförderten Wohnungsbau sogar ein paar kleine, wenige Standards über das sogar hinaus, was die Landesbauordnung setzt, weil man natürlich auch sagen muss, wenn man in dem Segment unterwegs ist, da gibt es ja auch nicht nur die Gutbauherren,
Da baut man für ein Segment, was Mangelware ist und was sich immer verkaufen wird, egal wie qualitätvoll man das baut. Und es ist ja immer die Frage, landet die Absenkung von Standards, das war ja sehr schön Ihr Beispiel, ich spare Geld, aber das bleibt im Projekt und das setze ich an anderer Stelle für das Projekt wieder ein. So habe ich auch die Wohnungsbaugesellschaft Ingolstadt verstanden. Aber die Frage ist ja immer, gibt es nicht auch viele andere, die das nur nutzen, in dem ewigen Kampf die Renditen oder dem ewigen Spiel die Renditen erhöhen zu wollen. Also das ist immer so die Frage, profitiert der Endnutzer gerade von uns im geförderten Wohnungsbau davon? Oder ist es dann sozusagen, geht es dann gerade in dem Segment auch tatsächlich in eine etwas schwierige Geschichte? Also wie kann ich sichern, dass das Gesparte im Projekt bleibt? Ja? So, da habe ich jetzt für mich noch keine Lösung gefunden. Könnten Sie sich vorstellen, das geht so ein bisschen auch wieder in die Richtung qualitative Leistungsbeschreibungen, funktionale Leistungsbeschreibungen, dass wir, und so sind wir bei diesem Flüchtlingswohnheim auch zu vielleicht anderen Lösungen gekommen, die Leistung des Gebäudes beschrieben werden sollte oder der Architektur und nicht mehr das, was alles zu verhindern ist, weil Sie sagen ja selber, die Standards, die da sind, die Sie auch über die Landesbauordnung hinaus anbieten oder einfordern, die dienen dazu, das Schlimmste zu vermeiden. Also müssen wir nicht vielmehr zu einer Art Positivformulierung kommen, zu einer Positivformulierung, die zum Beispiel im sozialen Wohnungsbau heißen könnte, du kriegst das und das Geld für eine Person, die dort wohnt und mach dafür aber so viel Quadratmeter wie irgendwie möglich und damit wirst du in irgendeiner Weise belohnt. Also dass wir ein Belohnungssystem ebenfalls einbauen und nicht nur immer versuchen, die Unterkante zu definieren. Naja, ich glaube, ein bisschen haben wir das, weil wir mit Pauschalen fördern und auch nicht mit Obergrenzen wie in Bayern, sondern einfach mit Pauschalen pro Quadratmeter Wohnfläche. Und wenn ich es preiswerter hinkriege, belohne ich mich selbst als Bauherr. So, also insofern hat jeder Bauherr, müsste da auch schon mal einen Anreiz haben. Aber wir wollen ja den Mieter belohnen. Ja. Dafür haben wir unsere Standards gesetzt. Und die Frage ist, das habe ich eben auch nicht ganz rausgekriegt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das, was die Wohnbau Ingolstadt macht, ist einfach eine hohe Professionalität im Umgang und eine Sicherheit im Umgang mit dem, was brauche ich an Standards und was muss ich bauen. Sie bauen ja alles innerhalb der bauordnungsrechtlichen Vorschriften. Sie bauen ja jetzt nichts, habe ich so verstanden, große Ausnahmen für brauchen. Also wir brauchen eigentlich mutige Bauherren, mutige Architekten, die bei uns auch solche Projekte initiieren. Also Sie können mir jetzt gerne Vorschläge machen, wie wir das in Nordrhein-Westfalen anders machen oder auch die Ingolstädter können mir Beispiele benennen. Nur tatsächlich, es können nicht diese Modellprojekte sein, die in einem Modellverfahren mit Geld belohnt werden, weil das sind genau die Modelle, die dann nicht multipliziert werden. Ne? Es muss also von vornherein etwas sein, was sozusagen, wenn es einmal gebaut ist, als Vorbild auch für andere dienen kann, weil es sozusagen im Rahmen der für alle geltenden Regularien oder Bestimmungen und Fördersummen auch möglich ist. Dann schicke ich Sie jetzt auch aufs Podium. Das war ein Appell an die Architekten und Bauherren, auch Impulse ans Ministerium zu geben in Richtung experimentelles Bauen. Das habe ich richtig verstanden. Dann darf ich jetzt den Bausachverständigen Herrn Hafer in die nächste Runde bitten, mit Herrn Rottmann zu diskutieren. Da kommen schon
echte Stressfaktoren auf. Ja, ja, ich merke das schon. Ich bin gar nicht so schlimm. Herr Ortmann, Sie haben gerade gesagt, wenn Sie viel in Holland bauen, ist das da anders als in Deutschland? Werden da andere Standards gesetzt? Ich meine, wir hatten ja jetzt gerade gehört, dass, also ich meine, es wird ja auch so eine Art Standard geben wie Baurecht, der ja nicht verändert werden kann. Ansonsten ist ja auch in Deutschland, Gott sei Dank, gedankt, alle anderen Normen zu vereinbaren, wie wir ja gerade schon gehört haben. Das ist natürlich immer die Frage, kriegen Sie den Bauern dazu? Vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ob der Begriff Standard setzen uns in dieser Debatte weiterhilft. Also in den Niederlanden haben wir andere Standards. Es gibt einen anderen Common Sense. Es gibt eine andere gemeinschaftliche Wahrnehmung der Dinge. Das heißt, wenn ich ein niederländisches Beispiel zeige und dann ist da Backstein, sind das Backsteinfassaden, dann wird der Niederländer erstmal sagen, ja, das ist das Billigste, hast du genommen. Also da ist einfach die Sichtweise auf ein Produkt, da stehen Produktionsverfahren dahinter, da steht Baukenntnis dahinter, ist etwas anderes. Also die Standard gehört immer zu einem Kultur- und zu einem Bauraum. Wenn man sich die Sachen dann vergleichend wirklich anschaut, was Oberflächen angeht, dann und aus der deutschen Perspektive drauf schaut, würde man schon sagen, ja, das ist etwas anderes. Ein Beispiel, Fertigteildecken. In diesem Flüchtlingswohnheim, das sind komplett vorgefertigte, vorgespannte Hohlbetondielen, über knapp 9 Meter spannend. Es gibt also keine tragenden Innenwände in dem ganzen Gebäude. Geld sparen. Das heißt natürlich, dass man die eigentlich nicht verputzen kann, Risse, alles, was da entsteht. Das heißt, man lebt mit diesen Fertigteildecken und akzeptiert das auch und bekommt dafür aber eine andere Qualität. Also insofern würde ich sagen, die Standards sind anders, aber ob sie jetzt höher oder niedriger sind, das frage ich mich manchmal. Ja gut, wenn ich jetzt mal auf den, gehen wir jetzt mal vom Standardbegriff weg, sondern ich darf ja nach DIN nur gewisse Rissbreiten haben. So, das heißt, wenn Sie jetzt sagen, der Holländer lebt mit den Rissen, wäre in Deutschland natürlich eine Katastrophe, wären die Hälfte aller Bausachverständigen arbeitslos, weil sich ja die Leute in Deutschland über Risse aufregen. Das heißt also, in Holland gibt es nicht sowas, wo gesagt wird, bis dahin darfst du. Ja, und dann darüber ist es ein Mangel, so wie bei uns? Ich glaube, man denkt ein bisschen anders. Also man denkt nicht, wie kann ich den Riss vermeiden, sondern wenn ich ein bestimmtes Bausystem habe, dann gehören da bestimmte Qualitäten dazu. Und dann gehört dazu halt, dass es irgendwo mal einen Riss gibt oder nicht. Also natürlich gibt es Standard, aber die zum Beispiel, wenn ich an die Belichtung denke, ne, Abstandsflächen und solche Geschichten, dann sind die vielleicht qualitativer orientiert. Also nicht, ich muss so und so viel Abstand zu meinem Gebäude haben, sondern es gibt eine sogenannte Tageslichtberechnung im Wohnungsbau, die definiert, dass ich in meiner Wohnung ausreichend Tageslicht habe. Wie ich es da reinkriege, ist letztendlich meiner Kreativität überlassen. Also es werden qualitative Dinge definiert und nicht an vielen Stellen, wie man es genau machen soll. Also es steht nicht drin, du musst so und so viel Quadratmeter Fensterfläche von deiner Wohnung haben, von deinem Zimmer haben, um in die Förderung kommen zu können. Sonst ist es zu dunkel. Sondern es ist die Frage, wie viel Licht bekomme ich rein, und das Fenster muss halt größer sein, wenn ein Laubengang drüber ist oder wenn die Himmelsrichtung so oder so ist, anstelle zu sagen, ja, Nordwohnungen gehen nicht. Also ich glaube, man ist an manchen Stellen schon ein bisschen qualitativer denken. Und das Letzte vielleicht, das ist für Architekten auch immer sehr komfortabel, die Haftung geht halt bei weitem nicht so weit. Also die Haftung liegt vielmehr bei der ausführenden Firma. Das heißt, ich kann auch mehr sagen, was eigentlich mein Gebäude oder mein Bauteil leisten soll und wie es dann letztendlich gemacht ist. Das liegt dann in der Verantwortung der Firma oder auch teilweise mehr der Bauherren. Da kommt das Mikrofon jetzt erstmal wieder zu mir. Herr Dier, dann würde ich Sie nach vorne bitten und sich nochmal mit Herrn Hafer konfrontieren, angesichts Ihrer besonderen Lösungen, die Sie teilweise realisieren.
Ich freue mich jetzt natürlich besonders, dass ich mich mit dem Gutachter unterhalten darf. Das mache ich nämlich. Ich mache das gerne. Ja, das ist jetzt mein voller Ernst. Der Regelfall ist ja, dass der Gutachter kommt, wenn das Kind im Brunnen liegt. Das ist bei uns und bei der Gemeinnützigen ein bisschen anders. Wir Planer sind ja die Sachverständigen schlechthin. Ja, wir müssen ja das ganze Ding irgendwie zum Stehen kriegen und dicht und alle Regelwerke beachten. Und bei der Gemeinnützigen ist es so, dass mehrere Gutachter in verschiedenen Bereichen mit tätig sind, die uns da zur Seite stehen. Also die mal eine LV lesen, wenn es ein bisschen kniffliger wird, oder die einfach bestimmte Konstruktionen im Vorfeld sich anschauen, bewerten, begleiten. Und ich denke, aus meiner Sicht wäre das ein wünschenswertes Modell, wenn man das viel weiter denkt. Also ich bin jetzt wieder beim Baukonstruktiven, bei unserem täglichen Brot, die großen Risikofaktoren der Haftung. Können Sie sich was vorstellen? Also in vielen Teilbereichen Gutachter den Planungsleistungen beizustellen, also das ist eine Bauherrensache natürlich, eine Bauherrenaufgabe, aber welche Anerkennung könnte das in den Ausschüssen finden, dass man einfach wieder mehr Vertrauen in das Werk der Planer, der Architekten und der Baumeister bekommt? Ja gut, ich muss jetzt auch sagen, ich mache viel Qualitätssicherung, wir arbeiten viel für Bauherren. Das Problem ist natürlich nur, Sie müssen ja die Entscheidung haben. Das ist genau das, was Sie gerade gesagt haben, die Haftung. Sie haben natürlich jetzt das Glück, wenn Sie einen Bauherrn haben, der was entscheidet. Ja, ich sage mal, man muss immer sagen, eine DIN hat ja nur den Anschein, die allgemein anerkannte Regel der Technik zu sein. Und der Bauherr kann in Deutschland ja bis auf Baurecht alles entscheiden, was er möchte. Ich sage immer ganz übertrieben, wenn ich möchte, dass bei mir in mein Wohnzimmer Wasser reinfließt, kann ich das vereinbaren. Ich verstoße dann zwar gegen allgemein anerkannten Regeln der Technik, aber ich kann es tun, oder der Dachdecker darf es bei mir tun, wenn ich sage, ich möchte es gerne. Das ist eigentlich so ein bisschen das, was schwierig ist. Sie müssten eigentlich viel mehr mit Ihrem Bauherrn reden und viel mehr mit dem Bauherrn vereinbaren. So, und dann haben Sie natürlich jetzt das Glück gehabt, dass Sie einen Bauherrn haben, der sagt, ich mache das. Wir haben natürlich viele Bauherren, und das hatten Sie gerade auch so schön gesagt, ich mache das im Eigenbestand. Also für Eigentumswohnungen können Sie das ja gar nicht machen. Wenn Sie also hier in Köln, sage ich mal, für die Corpus, für WVM irgendwas planen, da stehen Sie ja nachher mit einem Fuß schon im Knast. Weil Sie verstoßen gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik, in Anführungsstrichen, wo die DIN-Norm ja den Anschein hat, das zu haben. Und Sie werden danach werde ich natürlich dann, wenn es zum Schadensfall kommt, beurteilen. So, und dann reden wir darüber, wie ist es vereinbart? Ne? Hat der Käufer, wusste der, dass der einen barrierefreien Anschluss hat? Das ist ja immer das große Thema. So, und da wird meines Erachtens nach viel zu wenig gesprochen miteinander. Und Sie haben natürlich das Problem im Verkauf, dass Sie dann das eigentlich gar nicht vereinbaren können, weil Sie den Bauherrn gar nicht kennen. Im Verkauf gehen diese Modelle überhaupt nicht. Also ich wäre ja schon froh über eine sachliche Risikobewertung. Ja. Also das ist, da arbeiten wir mit den Gutachtern sehr gut zusammen, muss ich sagen, die uns dann auch mal sagen, uns als Planern, das ist unmöglich, dass wir, also ich bin immer froh, mit einem Gutachter zu reden, weil der mehr weiß als ich. Ja. Das ist einfach so, da kann ich was lernen. Und der sagt mir dann einfach, Stand der Technik oder was momentan an Produkten möglich ist, egal, er hilft mir. Ja. Ja, das ist so, Sie können natürlich jetzt, also ich sag mal, das kann man schon als Gutachter sagen, oder das heißt, es gibt Gutachter, die können das sagen, ich behaupte auch von mir, dass ich das sagen kann, wobei dann zum Beispiel allerdings anderer Meinung sind. Wenn wir jetzt also gerade zum Beispiel jetzt mal über diese Bauwerksabdichtungsarien momentan reden, wir machen ja alle Einsprüche wie verrückt gegen diese neuen Normen oder auch gegen diese Flachdachrichtlinie, aber da steht dann halt eine Lobbygeschichte dahinter, wo sich dann die Architekten, Ingenieure quasi das Heft aus der Hand nehmen lassen haben und die Industrie da steht und einfach in Anführungsstrichen einen Standard vorgibt, der dann nachher durchgehalten wird. Wenn Sie zum Beispiel sich überlegen, Sie haben zwar eben gerade so schön gesagt, ich beschichte unten nicht, aber wenn ich eine Beschichtung aufbringe in der Tiefgarage und ich bringe die gleiche Beschichtung momentan an eine Wand an, muss ich gemäß Fachregel des Dachdeckerhandwerks einen Schutz davor bringen.
Ich sag mal, auf der einen Seite darf ich mit dem Auto drüber fahren, mit dem Q7, ja, und es passiert nichts. Und auf der anderen Seite darf ich das an der Wand nicht ohne Schutz lassen. Und da fragt man sich schon so manchmal, welch Geisteskind ist das und wer schreibt an solchen Geschichten mit dabei? So, jetzt haben wir einige Beispiele noch aus der Praxis gehört. Ich darf Sie beide auch noch aufs Podium bitten, außerdem Frau Jung, bitte. Gleich aufs Podium. Die erste Frage an Sie. Mir wurde gerade aus der zweiten Reihe von Thomas Lutschak noch das Stichwort kulturelle Standards souffliert. Wie steht es um die kulturellen Standards vor dem Hintergrund dieser ganzen Debatte vorhin, die ja sich sehr stark mit dem Technischen auseinandersetzt? Wie würden Sie das aus Ihrer Sicht jetzt so ganz spontan, dieses Stichwort aufgreifen, was Wohnformen betrifft, aber auch was die ganze Historie, die Sie beschrieben haben, des Seriellen, des Vorgefertigten, des experimentellen Bauens im Wohnungsbau? Wie würden Sie das aufgreifen? Ja, also Baukultur ist natürlich ein Stück weit Kultur. Und, das, und was Alltagskultur, also mit einbegriffen. Ja, das, was ich versucht habe darzustellen, ist einfach, dass wir natürlich diese Zeiten, wo dringend Wohnraum hergestellt werden muss, schon einmal hatten, auch in einer ganz anderen Dramatik. Also so eng, wie wir das heute empfinden und dass unbedingt bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden muss, so dramatisch war das sicherlich eben in den 1920er Jahren. Und das zeigt ja auch ganz schön dann diese gemeinsame Kraftanstrengung, ja, wo wirklich Politik, Planer, die Avantgarde damals wirklich, also das heißt das Bauhaus und alle jungen Architekten, die damals tätig waren, sich wirklich zusammengetan haben und auf der Suche waren nach neuen Lösungen. Und in diesem Zusammenhang dann wirklich Architektur geschaffen haben, die heute nach wie vor beliebt ist, nach wie vor gerne bewohnt wird, trotz der baulichen Mängel, die sie natürlich am Anfang häufig hatte, aus den gezeigten Gründen. Aber das ist etwas, wo ich mir oder wo wir uns auch als Museum wünschen, dass es diese gemeinsame Kraftanstrengung auch in heutigen Zeiten gibt. Und da ist dann halt eben die Frage nach diesen Standards natürlich ganz klar eine Frage, wobei wir auch, nachdem wir uns damit in der Ausstellung beschäftigt haben, gefragt haben, kann man das wirklich so sagen, dass der Standard immer wirklich gesetzt ist, ja, oder ist das eben nicht eine Sache, die man verhandeln kann? Wir haben ganz viele Beispiele gezeigt in dieser Ausstellung aus den Niederlanden, aus Österreich, aus der Schweiz. Alles Dinge, wo die Architekten durchgegangen sind und gesagt haben, unglaublich, unfassbar, geht hier alles nicht. Ja? Und es waren wirklich wunderschöne Häuser mit einem unglaublich hohen Wohnwert, aber aus unterschiedlichsten Gründen dann eben in Deutschland wirklich schwer bis gar nicht umsetzbar. Und das wäre dann eher die Frage wirklich an Politik und an die Baubranche, an die Architekten, gemeinsame Kraftanstrengungen zu unternehmen, um eben wirklich ja, hochwertiges Wohnen für alle zu ermöglichen. Ja, damit wäre der Bogen erstmal thematisch geschlossen durch die verschiedenen Ansätze und Haltungen. Ich möchte jetzt die letzten 10 Minuten nutzen, um auch dem Publikum Gelegenheit zu geben, sich hier nochmal zu Wort zu melden mit eigenen Statements und Fragen. Reinhard Angelis. Ja, danke schön. Mich interessieren oder andersrum gesagt, mich bewegt zweierlei. Einerseits habe ich so den Eindruck, dass eigentlich, hört man mich ja nicht, dass einerseits an zwei wichtigen Stellschrauben immer so kurz vorher die Kurve genommen wird. Und ich denke, die sind so mittelbar formuliert worden. Die eine Stellschraube ist, wer finanziert, wer baut. Wer besitzt den Grund? Und die andere Stellschraube ist für mich, wie, also in welchem Rollenspiel agiert eigentlich da der Architekt? Sie haben das eben so lässig gesagt, dass die Architekten sich da das Heft aus der Hand nehmen lassen, haben lassen. Und da stimme ich Ihnen natürlich zu. Auf der anderen Seite, der BDA ist nicht Pras. Das haben Sie auch gesagt. Das heißt,
dass eigentlich, wenn diese Frage eine gesellschaftliche Frage ist, es da eine Stellschraube geben muss, die die Architekten ermächtigt, sagen wir mal, Vernunft da auch so ein bisschen zu argumentieren. Also im Sinne zum Beispiel der Ingolstädter Lösungen. Und auch aus Ingolstadt habe ich gelernt, letztendlich ist die Frage, wer baut mit welchen Renditeerwartungen? Ganz simpel. Und das würde ich gerne nochmal sehr, sehr, sehr deutlich in den Raum stellen, weil man kann natürlich über kulturelle Standards reden und man kann über sehr, sehr viele Dinge reden, aber ich denke, die Frage, ob der Architekt am Ende des Tages einen Haftungsprozess am Hals hat, der ihm seine Profession kostet, seine berufliche Existenz kostet oder nicht, die kann man nicht so über so eine kulturelle und Standarddiskussion wegfischen. Und das ist, sag mal, die Realität, in der wir operieren. Und diese Realität bedeutet auch, sobald ich da rausgehe und nicht die Wohnungsbaugesellschaft Ingolstadt da als Partner habe, reibe ich mich auf um irgendeine kleine Veränderung, die vielleicht auch im Ergebnis gar nicht so besonders riskant ist, dann mal einen Bauherrn zu verkaufen, der sofort denkt, ich will ihn da über den Tisch ziehen und ihm irgendwas andrehen, was Substandard ist. Also sprich nicht wasserdicht oder sonst was. Ich gebe die zwei Fragen mal weiter. Die letzte Frage an die beiden Architekten, Matthias Rottmann und Herrn Dier. Die erste Frage zu der Bauherrenrolle an Herrn Betzko. Ich würde vorschlagen, Herr Dier, Sie beginnen. Ganz kurz in zwei, drei Sätzen. Ich möchte gerne noch ein paar andere Fragen zulassen. Also damit da kein falscher Eindruck entsteht, das Modell, das bei uns in Ingolstadt funktioniert, funktioniert, weil diese gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft einen technischen Abteilungsleiter hat, der Architekt ist. So geht es schon mal los. In den meisten Wohnungsbaugesellschaften sitzen in diesen Funktionen heute Juristen. Und da sehen Sie kein Land als Architekt, wenn Sie einem Juristen einen Plan hinlegen und sagen, Sie wollen davon den DIN abweichen, dann hält das ihn mal für ganz dicht. Also die Kompetenz des Bauherrn ist einfach in dem Fall wichtig. Ja, ich glaube, wir kommen da nicht raus aus dieser Nummer, wenn wir nicht als Gedankenspiel mal eine andere Haltung, eine proaktive Haltung annehmen. Und dann möchte ich nochmal zurückkommen auf eigentlich diese Frage des Prototyps, der ja sowas wie eine gefrorenes Standard ist, ausoptimiert, könnte man sagen, wenn er dann von dem Prototyp in die Serie geht. Vielleicht könnte das eine Möglichkeit sein, um wieder das Heft in die Hand zu bekommen, etwas zu entwerfen, etwas zu entwickeln und es dann eigentlich erst, wenn es fertig ist, so wie es ist, zu vermarkten und auf den Markt zu geben. Und dann wird nämlich in dem Moment, wo ich mich für einen Architekten entscheide oder für ein Gebäude, ich entscheide mich dann eigentlich nicht mehr für einen Architekten, sondern für ein Gebäude, was fertig da ist, entworfen, der sofort auch der Mehrwert zu bei einem anderen Standard oder bei einer anderen Interpretation von Standard für den Käufer sichtbar wird, in einem anderen Preis, in einer anderen Qualität der Wohnfläche. Okay, danke. Herr Benzko, noch zur ersten Frage der Bauherrenrolle. Vielleicht auch nochmal in Anknüpfung an die Aussage von Herrn Rottmann zum Prototypen. Brauchen Sie Prototypen? Arbeiten Sie mit Prototypen? Also wir arbeiten eher weniger mit Prototypen, weil ich sehe, mein Haus sollte immer für den Standort und für die Funktion einzigartig sein. Aber es ist sicher nichts dagegen einzuwenden, weil Prototypen ist ja sehr weit gefasst. Das kann ja auch eine Garage sein. Ja. Jetzt nochmal zu der Frage des Bauherrn. Natürlich, ich traue mich halt sehr viel. Aber ich meine, es gibt da in Österreich zum Beispiel gibt es auch eine Überlegung, dass man das Haus erstmal fertig baut als Verkaufsmaßnahme und nachher verkauft, so wie es da steht. Gesehen, wie es da steht. Ich meine, da gibt es dann nicht mehr Garantie, weil das Ding steht ja da. Also da kann man schon noch mal versuchen, mal irgendwas zu machen. Ja. Und ich kann nur anbieten, Sie können gerne Ihre Bauherren nach Ingolstadt schicken. Ich zeige den Leuten alles. Vielen Dank. So, Christel 3 hatte sich noch gemeldet. Ganz kurz noch eine Frage an Kai Nöll als Vertreter unseres nordrhein-westfälischen Ministeriums und ja wirklich ein einsamer Kämpfer für auch Experimente. Ich mag die Hoffnung und den Glauben noch nicht aufgeben, dass es doch vielleicht Verfahren und Förderung von Verfahren und Projekten geben könnte aus Ihrem Hause,
um Experimente zu ermöglichen in kleinem Rahmen, auch von Privaten, auch für die Eigennutzung, und würde anregen, da mal vielleicht so ein Think Tank über solche möglichen kleinen Projekte, muss ja nicht gleich wieder ein riesiges Ex-Post-Programm sein, da doch mal so ein bisschen von Bayern lernend und von Holland, auch was Verfahren und Haftungsfragen anbelangt, so ganz spezielle Programme aufzustellen, um da mal auch einen Anreiz für junge Büros zu kriegen. Man hört das immer so wenig. Man hört immer nur das Jammern über all die fiesen Standards von den Lobbyisten. Können wir nicht mal wieder eine Reihe toller Modellprojekte aus Ihrem Hause gefördert kriegen? Bringen Sie mir die Bauherren mit? Ja, vielleicht muss man noch neue Methoden suchen, welche zu finden. Okay, ich bin gerne bereit, mal mich noch mal zu erkundigen, was Bayern da so macht. Und bin da generell auch offen. Aber für mich, sage ich mal, ist es heute Abend schon auch noch offen geblieben, was ist es denn? Also was sind die tollen Häuser in Österreich, die man bei uns nicht bauen kann? Keiner muss bei uns das 20 Quadratmeter Wohnzimmer bauen, was beklagt wurde. Ich glaube, es geht ganz vieles. Und wir können gerne mal mit so einem Gedankenworkshop bei uns im Haus starten. Würde ich Sie gerne mal mit Ihnen mal vorbesprechen. Aber dann müssen wir wirklich nochmal definieren, was ist es denn? Was thematisieren wir denn? Wo müssen wir denn wirklich anfassen? Also ich habe mir jetzt mal experimentellen Wohnungsbau in München angeguckt zum kostensparenden Bauen. Die haben nochmal alles probiert, was möglich ist, im Rahmen, also aus ihrer Sicht, im Rahmen des Bestehenden, einer der zwei kommunalen Wohnungsunternehmen. Die waren dann am Ende mit 300 Euro Kostensparung, haben aber dann auch betont, dass jeden Stellplatz, den sie nicht bauen müssen, sparen ihnen auch 300 Euro. Und haben sich also mit unheimlich viel Mühe abgerackert, unter anderem ein innovatives, neues Elektrizitätsmöglichkeit, die jetzt nur noch so Schienen in der Wohnung hat, in die ich dann die Kabel so oben in der Wandecke einstöpsel. Und dann standen da alle die Architekten und waren völlig fassungslos. Wie? Und dann habe ich die Affenschaukel mit dem Kabel dann da immer von der Wandecke. Und so, das war für mich so das klassische Beispiel. Und ja, und wie dann keine Steckdosen in der Wand und dann habe ich überall die Kabel da am Boden rum. Ne, so. Das waren dann die Architekten selbst, die es nicht wollten, die da am meisten die Nase rümpften, bis die Bauherren den Architekten sagte, ja wie, und sie machen die tollen Deckenauslässe für den Strom und da haben sie meistens auch nicht den Tisch stehen und dann haben sie auch die Affenschaukel. Also ich sage jetzt nur mal ein Beispiel, wo ich es auch nochmal zurückgebe. Aber gerne können wir mal ein Brainstorming verabreden, was es dann ist. Das ist schon fast ein Schlusswort, Herr Nöll. Die Einladung nehmen wir gerne an hier in Köln. Und wir haben viele Themen nur angerissen heute. Ich fand es aber sehr kondensiert von Ihnen allen. Ganz herzlichen Dank auch für die Disziplin, sich kurz zu fassen. Die Thematik ist einfach so umfassend, dass es dann doch bei dem einen oder anderen ein bisschen länger gedauert hat. Nicht zu unserem Nachteil, es war sehr informativ. Da ist noch mal eine Wortmeldung, aber ich glaube, wir haben wir noch 5 Minuten, die Herren in der Regie da hinten. Dann noch eine Frage, bitte. So, mein Name ist Andrea Contursi, ich bin Architekt hier in Köln. Ich habe eine Frage, die sich an alle richtet. Es geht um die NFV. Also sieht ihr die Möglichkeit, eine NFV-Verminderung vorzusehen, vor allem bei bestimmten Bauvorhaben, zum Beispiel so kleine Bauvorhaben oder Flüchtlingsheime oder sowas in der Ordnung. Danke. Okay, danke. Also ich glaube, Sie sprechen natürlich mit der NF auch ein ganz wichtiges Thema an, aber ich glaube, das werden wir heute nicht mehr hier hinreichend beantwortet bekommen. Wir sind wirklich in der Zeit sehr begrenzt. Ich sehe schon Nicken da hinten. Also Ihnen allen nochmal ganz herzlichen Dank. Ich denke, das war heute eine ganz klare Aufforderung auch an alle, die zu dem Thema unterwegs sind, sich Gedanken darüber zu machen, ob man das nicht mal in einem größeren Rahmen weiter diskutiert, weil es ist einfach so umfassend,
dass wir das Thema heute letztendlich nur anreißen konnten. Aber dank Ihres Einsatzes, glaube ich, doch zu aller Inspiration. Vielen Dank und allen noch einen schönen Abend.